Be calm, little maid, sleep well, little night. The moon is shining bright. Dream well, little maid, dream well, little night. Devil shields you and me from the plight. Sleep well, little boy, dream of lands far away where the giants are tall. Sleep well, little girl, dream of lands far away, far away, far away beyond the wall. Our will edge is strong and our wall still stands tall to protect us from bad fairy tales. I beg you, my love, do not heed the call. Never leave, never pass beyond the wall. Never leave, never pass beyond the wall. Jetzt habe ich das Schöne, ich bin zu alt für den Scheiß, nicht für die Outtakes. Zu schade. Ich kann es nochmal sagen, ich bin zu alt für diesen Scheiß. San Yasalam Garoshem, herzlich willkommen zu unserer Beyond the Wall Runde in den Herzlanden, beziehungsweise auf unserem unbenannten Kontinent, in den Herzlanden, Wüstenlanden, Dschungellanden und wer weiß wo sonst noch. Mit dabei natürlich wieder die Betty als Else Mehltau, unserer diebischen Krähe. Guten Abend. Unter ihr die eigentlich Weberin, aber inzwischen Dorfheldin Gwendolin Mehltau, gespielt von der Calesto. Guten Abend, hallo. Taran Krochen hat gespielt von Frank RPG, unser Zauberschüler. Magie, wie heißt das? Zauberlehrling. Magierschüler. Hexer. Nee, der Hexer ist drunter. Ein möchtegern Magier. Magiedilettant. Der Magiedilettant. So steht's im Regelwerk. Ich wünsche einen guten Abend. Ich finde die Kombi Frank RPG eigentlich auch ganz gut. Ich war gerade auch irritiert. Ich wollte gerade auch sagen, wer ist denn der Frank RPG? Aber so, okay, ja. Gut, ja. Frank F. F. Punkt. Als Magiedilettant. Aber jetzt RPG. Im Nachnamen und Spoon als Vorname, als Hexenschüler. Ja, seid gegrüßt. Da könnte man doch das einfach tauschen, dann bist du Spoonf. Also wenn überhaupt, dann gibt es nur eine Kombi, das ist Spoonista. Spoonisto. Wir haben aber auch Kalun. Okay. Und Kalun, genau. Sehr gut. Und das Un in dem Kalun darf unser letztes Spiel einmal wiedergeben. Falls er es gibt. Ja. Unser letztes Spiel war schon fast ein Kulturschock, könnte man irgendwie sagen. Da waren viele Details wieder in dieser Folge drin. Wir haben sozusagen die Stadt Wüstenrose uns erkundet und ein bisschen kulturell erstmal angeschaut und erobert und dann eben das große Problem hier ja nicht festgestellt, das war ja schon, es lag in der Luft sozusagen in einem bestialischen Gestank, denn wie wir am Anfang feststellen konnten, es war nicht das Ei, was gestunken hat, sondern die Stadt. Ja, wir haben eine Stadtwache kennengelernt, wir haben einen Zwergen-Gastwirt kennengelernt, der sehr enttäuscht war, dass er uns keine fliegenden Teppiche anbieten konnte. Da hieß Sahir Gammelhammel, hat uns dann auch gleich ein Quartier angeboten und sowohl von der Wache als auch von dem haben wir schon die ersten kulturellen Sachen über die Stadt irgendwie erfahren, was halt, ich weiß nicht, einmal so, wir haben Kamel kennengelernt, wir wissen jetzt, was ein Kamel ist. Und die Pflanzen, die dort wachsen, ein Dürrbaum und ein Wasserbaum und irgendwie Kakteen oder sowas, das kennen wir ja alles noch gar nicht, also jetzt schon. Und ja, es wachsen halt überall in der Stadt Rosen, die irgendwie krank geworden sind vor etwas mehr als drei Tagen und halt einen bestialischen Gestank aussenden, weshalb die ganze Stadt mehr oder weniger schon komplett evakuiert ist. Es waren nur noch wenige Leute da, die irgendwo reizbar und müde und streitlustig und so weiter da irgendwie ihrem Tagwerk nachgingen. Selbst die Kinder haben sich wohl irgendwie auf der Straße gekloppt und so. Also die Stimmung ist etwas angespannt, sagen wir mal. Nur Sahir, der halt ein Nasenproblem hat, der kriegt von dem Gestank leider nichts mit, ist nur enttäuscht, dass eben keine Gäste da sind. Aber er hat uns dann eben auch die Entstehungslegende dieser Stadt erzählt, dass es irgendwann mal einen Wüstenwanderer gab, der durch die Wüste
halt gewandert ist, ne, wie der Name schon sagt. Und dann Daddy das eine. Es gibt hier irgendwie eine Gottheit, die so genannt wird, also irgendwie eine göttliche Entität, um Hilfe gebeten hat. Und diese Gottheit hat ihn dann durch den Spiegel geführt. Das war so ein Ding, was wir auch erstmal rauskriegen mussten, was hinter dem Spiegel dann bedeutete. Und dort hat dieser Wüstenwanderer den sogenannten Hüter kennengelernt, der ihm eine goldene Rose überlassen hat, so sinngemäß mit den Worten, behüte diese Rose, dann wird sie wachsen und gedeihen, behüte alle Wesen, dann werden sie wachsen und gedeihen. Und als er dann durch den Spiegel zurück wieder in die Wüste kam, hat er diese Rose eingepflanzt und es erwuchs eine komplette Stadt. Ja, eine riesige Stadt mit den verschiedensten Stadtteilen. Wir haben dann hier auch dann zwischendurch, um halt diese großen Strecken zu überwinden, den Feenlöwen-Express sozusagen von Turm zu Turm benutzt. Und bei der näheren Untersuchung der Rosenplatz als Mitte von dieser ganzen Stadt, wo auch dieser Rosenturm steht, ist wohl auch das Zentrum von diesem Rosengewächs. Nach unserer Theorie muss es ein gigantisch großer Rosenstock sein, der sich durch die ganze Stadt irgendwie erstreckt. Und auch eine magische Wirkung hat, wie Taran mit seinem Blick Plus festgestellt hat. Von der geht nämlich eine magische Energie aus, die so eine Art Schutzkuppel mit Schutzruhen und so weiter über diese Stadt halt eigentlich komplett drüber spannen würde. Aber es ist schon vielfach von chaotischer Magie durchdrungen und hat Löcher und ja, irgendwas ist da eben im Argen. Was jetzt eben herauszufinden gilt, wie man das Ganze jetzt auch dann eben tilgt. Ja, und bei der Erkundung der Stadt, wir haben einmal die Magierakademien, kurz von außen zumindest gesehen, und sind dann dem auf den Grund gegangen, wo wir nun diesen Rat finden, um halt unsere Hilfe anzubieten. Und dabei sind wir an der Universität dann angelandet. Und ja, wie eben schon gesagt, von wegen, wir brauchen eventuell irgendwie heute, wenn Action gibt oder so, ist es angekündigt worden. wir sind entwaffnet worden. Wir sind, mussten unsere Gegenstände ablegen. Wir haben neue Kleidung bekommen, irgendwie so Pluderhosen und irgendwie so ein Obergewand noch, was man mit so einer Schnur zusammenbindet, damit doch ja keine Taschen drin sind. Fergus hat noch die Schachtel mit der Rose gerade noch irgendwie mit reingeschmuggelt. Und dann sind wir tatsächlich durch den Spiegel gegangen. Das war im Endeffekt ein Bassin mit Wasser drin. Und das stellte sich so als eine Art Teleporter heraus, der uns dann auf eine Dschungellichtung brachte. Da fließt auch ein Fluss durch, eine Brücke und ein großes Zeltlager. Und die ganzen, also die meisten Bewohner von Wüstenrose sind hier irgendwie versammelt. Wir standen halt dann in diesem Tümpel, haben uns gerade so ein bisschen umgeguckt. Dann kam uns ein sehr freudiger Hubertus, Dr. Hubertus Kibitzkus entgegengerufen, hat dann Taran schon gleich erkannt. Und an der Stelle hat man das letzte Mal aufgehört. Ja, jetzt stehen wir halt im Dschungel, nicht in der Wüste. Da noch kurz ergänzt, dass nicht nur er da war, sondern auch die Crew des Schiffes, mit dem wir unterwegs gewesen sind. Mhm, genau. Und vielleicht noch kurz erwähnt, weil es für uns interessant war oder vielleicht noch interessant sein kann, dass der Rat sehr bunt durchmischt ist, weil da auch verschiedene Feenwesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, drin sind. Ja, ja, ja. Was war es? Honigfee oder? Die Bienenfee, glaube ich. Bienenfee, oder? Ja. Wenn ihr die meint. Genau, ja. Genau. Die Bienenfee war da zum Beispiel mit drin, aber ich glaube auch eine Zwergin war mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Die Gastwirten. Ja. Die war ja seine Konkurrentin. Mhm. Ja. Er ist ja selber auch Zwerg, aber die Frau war ja unfähig, aber sie hat es trotzdem in den Rat geschafft, das konnte er gar nicht verwinden. Er selber wäre auch Ratsmitglied anstelle des Ratsmitglieds. Genau, sehr richtig. Er wäre auch gern Zwerg anstelle der Zwergin. Mhm. Na, aber das nur noch mal so als kleine Randnotiz, weil das noch auch jetzt in der Konversation mit dem Rat interessant sein kann. Genau. Gut, damit starten wir in eine ganz andere Umgebung als die Wüste. Und tatsächlich dürft ihr mit zwei Würfen anfangen. Einmal einen Rettungswurf. Oha. Gegen Verwandlung. Ich habe eine 11 gewürfelt. Ich fürchte, dass... Ich habe mit einer 8 die 13 unterwürfelt. Das ist nicht gut. Ne? Das ist nicht geschafft. Nee, wir müssen überwürfeln. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe eine 1 gewürfelt. Oh, 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 oh. Ich habe auch nicht gewürfelt. Magie! Ich habe auch nicht bestanden.
Nee, unter wie viel geht denn? Keiner hat es geschafft. Das ist hervorragend. Oh, das ist ja hervorragend. Dann dürft ihr alle nochmal einen W6 würfeln. Oha. Ich fürchte, wir verwandeln uns jetzt in irgendwelche Viecher. Deine 6. Sechs ist da. Ich habe eine 4. Ich habe eine 2 gewürfelt. Ich habe eine 6 gewürfelt. Also Gwen und Else eine 6. Mhm. Das passt ja, die beiden Schwestern. Süß. Wollte ich gerade sagen, ja, es passt wie aus. Irgendwer hat eine 4. Mhm. Und ich habe die 2. Interessanterweise nur gerade Zahlen bei den Würfen. Mhm. Vielleicht ist das ja unser Glück im Unglück. Und ihr dürft alle eine Intelligenzprobe würfeln. Auch das noch. Geht ja schon gut los. Oh, ich habe eine 20 gewürfelt, so ein Pech. Ich habe eine 5 gewürfelt, ja. Ich habe eine 3 gewürfelt, so. Sowas von geschafft. Vielleicht sollte ich gebe einen Schicksalspunkt aus. Ja. Und wiederhole den Wurf. Ich habe eine 10. Das ist, was würfeln wir? Wisdom, das war ein Safe. Nee, Intelligence. Ja, dann erst recht, ich habe 16. Okay. So schlau. Ihr steht... I'm the brains of the family. Das stimmt. Ihr steht in einem, in einem kleinen Tümpel, der geht euch nur bis zu den Knöcheln. Es ist eher eine große Pfütze. Ihr seht dieses Lager vor euch, von Dschungel umgeben, auf einer großen Lichtung, wie es scheint, die um euch rundherum geht. Das heißt, wenn ihr nach unten schaut in das Wasser, seht ihr wieder diesen funkelnden Sternenhimmel. Also es wird gespiegelt, allerdings etwas, das gerade gar nicht da ist. Wenn ihr nach oben schaut, seht ihr tatsächlich die Sonne. Es ist drückend heiß, allerdings nicht so trocken wie in der Wüste, unerträglich, sondern gleichzeitig habt ihr das Gefühl, dass euch ein Schutzfilm aus Feuchtigkeit sofort über der Haut liegt. Das ist ja extreme Musik. Ich muss das mal kurz ändern. Bei die Kampfmusik. Ja, auch gegen so eine schwüle Hitze kann das ein Kampf werden. Ja. Tatsächlich, die ersten Mücken kreisen schon um euch herum. Der Kampf beginnt. Es wird herumgeschlagen. Ihr alle merkt, als ihr euch gegenseitig anschaut, beziehungsweise ihr seid ihr gerade auf Hubertus Kibitzkus, den Elf, konzentriert, der kommt. Aber schaut euch kurz an in diesem improvisierten Lager, das weiter weg ist von euch. Und was ihr alle gleich bemerkt, ist, dass ihr... ihr schaut aus wie ihr selbst, aber es sind zwei Dinge seltsam. Zuerst erkennt ihr es nicht ganz, versteht aber dann, dass ihr spiegelverkehrt seid. Das heißt, Muttermale, die zuvor links waren, sind auf einmal auf der rechten Seite und andersrum. Also es schaut aus, als würdet ihr in eine Wasseroberfläche oder so schauen. Das Zweite, was ihr bemerkt, ist, dass Tarans Mund sehr, sehr, sehr breit ist, ungefähr so wie ein Froschmaul. Das schaut absolut grotesk aus, ein bisschen wie so eine Puppe, aber es ist wirklich wie so ein Froschmaul. Die Lippen sind auch sehr schmal, was man auch beim Sprechen merken wird. Wibbit. Bergas hingegen hat zwischen seinen Wuschelhaaren einen roten Hahnenkamm, der sich so auf den Kopf legt. Und Gwen und Else werden von langen Eselsohren geziert. Ich fasse mir so an die Ohren. Was ist denn mit euch passiert? Ich meine, dass er eine große Klappe hat. Das sagst du richtig. Das sagst du im Du siehst aus wie ein passt ja, Hahn im Korb. Wie viele Frauen waren es bei der letzten Zählung? Ich habe hier ganz normale Ohren. Da oben. Eure Ohren. Fass mal da oben so. Hin. Ups, was ist? Ach du Schande. Ich sag nur Gockel. Ja. Besser als große Klappe. Habe ich das Bedürfnis, irgendwie Mücken mit meiner Zunge einfangen zu wollen, oder ist es noch nicht so weit? Nee, tatsächlich hast du eine ganz normale Zunge auch, die ist nur sehr breit, aber du versuchst sie rausschnellen zu lassen, es funktioniert nicht, sie kommt nur so weit wie deine Zunge sonst. Okay. Das heißt, ganz komisch aus, weil es so eine riesige Fleischzunge halt ist, die dann so den Mund befüllt. Aber das heißt, bei jedem ist nur ein Merkmal
momentan komisch. Würde man sagen, bisher. Ich mache mir jetzt schon Sorgen. Ich streiche mir mein Ohr lang. Oh, so weich. Ja. Ach, das ist wahr. Drauf. Und dann streiche ich Gwens Ohr. Ach, deins ist auch so weich. Mhm. Und die haben oben ja so schwarze, die haben ja oft oben schwarze Tupfen. Hubertus steht neben euch. Meine Freunde, ihr habt es geschafft. Das ist ja wunderbar. Wir waren ganz in Sorge. Wir dachten, wir hätten euch im Sturm verloren. Ihr wart nicht mehr in diesem gigantischen Panzer. Doch, waren wir auch. Ganz wir sind kurz woanders ausgestiegen. Also so zu uns näher kommt, hat er auch irgendwelche veränderten Merkmale? Nee. Oder sind wir die einzig dumm? Ja. Und ihm fällt es gar nicht auf. Er macht ja keine Bemerkung dazu. Okay. Ist das so vorgesehen, dass das passiert? So. Ach, das haben ein paar. Also das Spiegelgehen ist, das ist ein magischer Akt. Ja, das haben wir gemerkt. Geht das wieder rückwärts, wenn man wieder zurückgeht, oder bleibt das? Das vergeht. Achso. Hört man sehr gut mit Eselsohren, weil die so groß sind. Wahrscheinlich ein bisschen besser als sonst. Ich hatte bisher noch keine Eselsohren. Ich muss gestehen, beim ersten Mal, als ich hierher kam, bekam ich ein Eulengenick. Also ich konnte, das war recht praktisch. Sie konnten ihren Kopf um 180 Grad drehen? In der Tat. Das ist wirklich praktisch. Else, das wäre für dich total praktisch, wenn du mal irgendwo einbrichst, dann kannst du nämlich einfach so voll um die Ecke gucken. Wie dem auch sei, ich schüttel ihm freudig die Hand. Ja, er schüttelt sie auch freudig zurück. Sehr hervorragend, hervorragend. Nun, wir sind in einer kleinen Notsituation hier. Wir kommen gerade aus Wüstenrose natürlich und haben da schon etwas über die Situation dort in Erfahrung gebracht und uns hat es natürlich verlangt, mit dem Rat zu sprechen in dieser Sache, aber dass wir euch hier vorfinden würden, hatten wir auch nicht gedacht. Wir haben gedacht, ihr und die Mannschaft werdet verloren oder verschollen, wie auch immer. Ach, nein, das war ein Abenteuer. Es wird eine Legende werden. Wir waren, ihr glaubt es nicht, in einem gigantischen Schildkrötenpanzer. Wer glaubt denn sowas? Wir? Ja. Also ich war auch drin, zeitweise. Ja. Nun, aber das muss doch Erstaunen hervorrufen. Ja, mittlerweile sind wir solche Dinge Also die anderen haben anders reagiert, aber... Also was ihr verpasst habt, war... die Reise und das Verpassen. Der Name der Schildkröte war übrigens Cassiopeia. Die Zeit. Ja. Mächtig. Ja, darüber weiß ich nichts. Ich habe Sterne studiert. Ja. Ja, das, aber das ist, ja auch, ist ja auch hilfreich. Wir würden uns gerne mal in Ruhe zusammensetzen. Wir müssen hier aus diesem Wasser raus. Das ist ja... Ja, und diese Temperatur, kommt hier raus, ist ja kommt furchtbar. Hier raus. Wir haben etwas an Essen hier, aber es wird nur regelmäßig verteilt. Aber ihr wart ja nicht da, als es verteilt wurde. Also vielleicht könnt ihr jetzt ein Notfallpaket bekommen. Wir suchen gleich nach Fridicus Melicus. Der wird sich freuen. Der Rat tagt gerade. Wir sind damit beschäftigt, um Kranke zu kümmern. Und ja. Ich mustere ihn gerade mal so von oben nach unten. Hat er noch seine alten Klamotten an? Nee, der trägt auch so eine Blut. Also alle, die da rumlaufen, tragen. Okay, Blut, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Außer uns die Rosensoldaten, die sind tragen rum. Ihr seht aber auch, dass die so ein bisschen wie im Kreis um die Lichtung stehen, um das quasi abzuschirmen. Und auch an der Brücke. Und viele stehen auch bei diesem großen, bunten Baldachin-Zelt, wo ihr ja wisst, dass der Rat da wahrscheinlich gerade tagt. Die Menschen dort sind ganz unterschiedlich, also wirkt nach unterschiedlichster Schicht, oder was heißt die Menschen, die Lebewesen, es sind auch Zwerge dabei, es sind auch Feenwesen dabei. Ein paar von ihnen haben irgendwelche tierischen Merkmale, aber nicht alle. Unterschiedlichster Alter, also hier scheint wirklich querbeet Wüstenrose versammelt zu sein. Ja gut, aber so eine Vielfalt kennen wir schon vom Feenmarkt in Hay. Ich ziehe so Taran am Ärmel. Taran! Ja? Frag ihn doch mal, was er glaubt, warum da in Wüstenrose alles den Bach runtergeht und was sie vorhaben, dagegen zu unternehmen.
Ich frag ihn mal. Gewend, er steht direkt neben dir. Du kannst ihn doch selber fragen. Ich meine, nur ja, wenn er ein Elf ist, brauchst du nicht so schüchtern zu sein. Ich weiß eben, was ich gehört. Wenn die Gelehrten sich unterhalten, dann schweigt die Dorfheldin. Ich trete dich voll vor Schienbein, Taran. Mit diesen Gelehrten, nicht unter Gelehrten. Siehst du, Bergas, nicht wichtiger, als er ist. Siehst du, Bergas, Gwen hält mich geheimlich doch für einen richtigen Gelehrten. Ja, das... Ja, ich meine, du verbringst deine Zeit ja auch damit, wirklich den Gedanken zu machen, womit Fergus seine Zeit verbringt, wissen wir alle, auch wenn wir es eigentlich nicht wissen wollen. Weiber. Ich bin tausende genau. von meinen Frauen entfernt. Also. Er sagt es selbst, Frau N. Ja. Aber ich vielleicht ja schon tut gesagt, sich hier ja was im Lager. Genau, genau, genau. Genau, und dann kann er noch eine weitere da auf seine genau. Liste hinzu. Das wäre sowas, das ist dann der... Die männliche Hafenhure von den Herzlanden, oder? In jedem Hafen eine andere. Wobei, Izzy und Ludmilla sind ja zu Hause. Vielleicht, wenn er hier eine findet, nimmt er die auch noch mit nach Hause. Dann sind die ja, aber dann ist ja auch noch die andere in Kerlon, die da, also, die, wo er ja hinverheiratet ja, die kenne ich ja dann noch gar nicht. Die muss ja ist ja egal, ob du die kennst oder nicht. Die holt ja auch noch nach Arbonwen. Ich hab eine versprochene Eindruck. Braut, die man noch nicht kennt, ist nur eine Braut, die man bald kennenlernen wird. Hubertus schaut zwischen euch hin und her. Lässt er rein aus dem Norden. Ja. Also, das ist so eine kulturelle Eigenart. Ja. mir ist das immer ein bisschen zu anstrengend, das mit dieser Liebe und allem, was dazu zu gehören. Also, deswegen, die Sterne, die sind da so einfach. Also, einfach sind sie nicht, aber in der Beziehung... Sie sind konstant? Ja. Was man über die Sterne sagen kann, ist, die bleiben immer schön. Ne? Ja, auch da haben wir ja schon... Jetzt habe ich mir doch spätestens Erfahrung gemacht, verdient, was oder? Wieder rückgängig zu machen war, aber trotzdem so ein bisschen benebelt ist es da oben auch im Zweifelsfall. Ben, hau ihn. Also um die Frage zu beantworten. Ja, bitte. Während Gwen Taran wieder ein Schieben einkickt. Ich weiß nicht, was besprochen wird. Ich bin ja nicht dabei. Also Fridikus und ich, wir haben uns eingeteilt für die Notversorgung im medizinischen Bereich. Also wir sind ja Doktor und Doktor, aber halt nicht Doktor und Doktor, aber trotzdem helfen wir dort aus. Ja. Vor allem, wo jetzt diese Kinder verletzt sind. Was ist denn den Kindern passiert? Ja, das wissen wir jetzt auch nicht so ganz. Wie gesagt, wir sind ja Doktor und Doktor, aber halt nicht Doktor und Doktor. Sie sind verletzt und ihr wisst nicht, was passiert ist? Habt ihr sie gefragt? Wir haben sie gefragt, aber sie scheinen in einer Art Schock zu sein. Hä? Was fehlt ihnen denn? Haben sie noch alle 5 Finger, alle 10 Finger und 10 nee, und die Ohren sind auch noch dran? Also, sie sind noch recht klein und sie sind außerhalb dem magischen Schutz gegangen. Hier im Dschungel oder noch in Wüstenrose? Achso. Hier im Dschungel. Wer hat denn hier die Aufsichtspflicht verletzt? Nun, ich würde sagen, die Mutter und die Rosensoldaten, aber in der Juristerei kenne ich mich nicht so aus. Wir sind zwar Doktor und Doktor, aber nicht Jura und Jura. Und Doktor. Ich glaube nicht Jura und Jura, genau. Also, ja. Aber also, um die Frage zu beantworten, extrem blass, kalter Schweiß, Schock, sprechen kaum und irgendwelche Schürfwunden oder so. Aber also, wir geben ihm jetzt ein wenig zu trinken und das und Fladenbrot und die Datteln lutschen sie gern und dann wird er schon. Ich kann vor euch beim Rat anfragen. Ihr seid weit gereist und von den Geschichten, die wir von euch kennen, seid ihr große oder kleine Helden. Also kleine Helden mit großen Taten. Wir sind die am wenigsten inkompetente Heldengruppe, die man finden konnte. Genau so. Unsere ja. Universitätsleiterin ist im Rat, Shamra Al-Hassan. Hm. Ja. Dann kann ich hier vielleicht auch mal einen Vorschlag unterbreiten. Ich habe gehört, dass es in bestimmten akademischen Kreisen üblich ist, hinter dem Doktor noch einen weiteren Namenszusatz zu packen, um eben halt differenzieren zu können, um was für eine Art von Doktor es sich handelt. Nun, deswegen sagte ich ja, wir sind Doktor und Doktor, aber eben nicht Doktor und Doktor, aber haben uns für den medizinischen Bereich gemeldet, also den medizinischen Doktor und Doktor. Und unser Doktor ist ja der astronomischen Art. Und
Wenn ihr im medizinischen Bereich Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid. Ja, sehr gern. Wollt ihr uns begleiten? Ja, wohl, dann. Schauen wir uns doch die Kinder mal an. Dann bringe ich euch zu Dr. Friedicus Melicus und dann frage ich nach bei Shamra Al-Hassan. Ja, das ist nett. Vielen Dank. Wie lange seid ihr jetzt schon hier? Eingerichtet wurde das hier vor einigen Tagen, 2-3 Tagen, und seit gestern sind so viele hier, aber es kommen stetig mehr. Wo sind wir hier denn überhaupt? Das ist die hinter den Spiegeln. Hier werden die Prüfungen abgelegt. Wisst ihr, auch Friedicus Melicus und ich mussten ja die Prüfung machen an der Universität. Also das müssen alle Magier und Magierinnen Absolventen und eben auch wer den Doktor macht an der Universität. Der muss hier raus aus dem magischen Schutzkreis und da sein Wissen auf die Probe stellen. Und wo ist dieser magische Schutzkreis? Und der geht hier bis zum Rand der Lichtung, deswegen besser nicht in den Dschungel hineingehen. Auch wenn die Lianen schön sind und die bunten Blumen, aber die Mücken kommen leider durch. Die sind nicht böse genug. Aber wieso, also, was lauert denn da draußen, wenn man mal fragen darf? Boah, ja, viel, viel. Es kann einen umbringen. Also, ich weiß, also ich bin ja flussabwärts gereist bei meiner Prüfung. 2 ganze Nächte war ich hier. Eine muss man überstehen, außerhalb der Lichtung. Ich war ganze 2 Nächte da draußen und vor den rothörnigen Büffelkrokodilen bin ich dann umgedreht. Das heißt, hier ist eine ganze Welt. Oder ist es eigentlich unsere Welt und nur durch ein Tor sind wir hierher gekommen? Aber dann sehen wir nicht so komisch aus. Eben. Auch Wüstenlande hat Geheimnisse, die nicht an alle Herzländer. Ihr könnt ein Geheimnis bewahren? Klar! Ja, natürlich! Total! Klar. Ich mache so eine übertrieben große Geste so über meinen Mund. Ja. Na gut, ich spitze die Ohren. Ihr habt ja immerhin verhindert, dass die Herzlande hier einfallen durch den König. Eben. Denn wenn die wüssten, dass es 2 Wege nach Wüstenrose gibt, dann, wer weiß, die Dschungellande. Wir befinden uns in den Dschungellanden. Also noch der gleiche Kontinent und die gleiche Welt, nur halt an einem anderen Punkt. Allerdings sehr, also doch recht weit anscheinend laut Erzählungen von, ich gebe es zu, die Magier und Magierinnen, die reisen etwas weiter und etwas länger hier als wir. Aber laut deren Erzählungen dauert es schon einige Wochen, bis man an den Rand kommt der Dschungellande in die Herzlande. Und dort ist sowieso alles abgeholzt und nieder und sonst was. Gibt es denn hier auch ein Menschenreich oder ein Reich der Feenwesen oder also mitsamt Herrscher und so weiter? Gibt es hier auch eigene Städte? Städte, das war also bestimmt. Es gibt Ruinen, also es gab Städte, ob es sie Völker gibt es bestimmt auch noch. Die Dschungellande sind sehr groß. Ja, es gibt doch irgendwie ein Volk, welches sich irgendwie tief in den Dschungel zurückgezogen hat oder so, wo die Kommunikation seit schon längerem abgebrochen ist. Ja, ich weiß das alles. Deswegen habe ich. Großer Gelehrter. Quasi Doktor der Dschungellande. Ja. Deswegen habe ich ihn das so gefragt, weil ich wissen wollte, was er darüber weiß. Also, Friedicus war länger. Der war sogar fast 6 Nächte hier. Er ist also Doktoriker. Der war fast nicht zurückgekommen. Angeht, ja? Fast nicht zurückgekommen. Weil der Büffel, Krokodil oder was ist das? Was haben wir uns da drunter vorzustellen? Wie sieht so ein Viech aus? Und wie groß sind die? Gigantisch. So lang wie 20 Kamele. So groß wie der Rosenturm. Ach, was sage ich? Ja. Ein Zahn so groß wie der Rosenturm. Na klar. Ja, ist klar. Wo sind die Kinder? Ja, also währenddessen läuft er mit euch so durch das Lager und dann auch über die Brücke. Ihr seht auch die Schiffsmannschaft, die gerade irgendwie in so einem Kreis zusammensitzt und irgendwie ein bisschen an Brot ist und euch alle so. Wir winken einfach mal Hallo. Ja, und er führt euch
durch einige Zelte durch, wo die Leute irgendwie sitzen und die meisten scheinen irgendwie zu dösen. Ja. Wer sich nicht gerade nützlich macht, macht irgendwie Pausen, hat nicht viel zu tun. Und führt euch zu einigen weißen Zelten, die recht mittig liegen. Und schlägt eins auf und ihr seht da so, ja, wie so Pritschen liegen, also aus Holz mit Leinen. Und da sind einige Verletzte, schaut jetzt nicht großartig verletzt aus, irgendwie mal das Bein aufgeschürft oder so. Und führt euch zu zwei Kindern, wo gerade auch der Fridicus Medicus sitzt und einem sowas einflößt und dann immer so, ihr merkt, wie er sehr unbeholfen diesem Kind den Kopf tätschelt. Er scheint keins zu haben oder auch mit seinem so unbeholfen umzugehen. braucht die Ablösung. Ja, da schau einer an! Sei gegrüßt. Ja, oder kommt so ja. Zu euch und macht dann einmal so sehr schön euch zu sehen. Genau, freudige Begrüßung. Genau. Hubertus, die Kleine hat schon ein bisschen stammelt vor sich hin. Ja, ihr dürft die gerne mal anschauen, wenn ihr wollt, mit einer Intelligenzprobe. Ja. Also es sind zwei Kinder, die euch auch vorgestellt werden. Die Sumra ist 8 und der Ifrin ist 7. Und die Else weiß gar nichts. Nö. Ich habe eine 18 gewürfelt, das ist genau gelungen. Okay. Ich habe eine 8 auf 12, es ist gut gelungen. Eine 1. Wow. Oh. Okay. Kritischer Erfolg. Also ihr alle seht, Sumra und Ifrin stehen beide unter Schock. Die sind wirklich extrem blass, kalter Schweiß. Alle außer Else können vermuten, dass es von Blutverlust kommt und sehen auch mehrere so, ja, Kratzspuren auf den Körpern. Also die haben irgendwie leichte Kleider an. Und Gwen, du siehst aber, das schaut aus, Else wurde mal als die Kleines von Hühnern angegriffen, die sie geärgert hat. Und die hatte dann auch über diese Kratzspuren, so ein bisschen schaut das aus. Allerdings bist du dir ziemlich sicher, dass das auch Bissspuren sind von kleinen Wesen. Schnäbeln? Ja, Schnäbeln oder Zähne. Ja, schaut eher nach Zähnen aus. Else, erinnerst du dich, wie du damals unter die Hühner gefallen bist? Oh ja, die Scheißviecher. Schaubar! Nur weil du nicht mit Hühnern und anderen so federvieh umgehen kannst. Genau, du hättest mal sehen sollen, wie sie aussah. Du hättest sehen sollen, wie sie aussah. Ich habe sie kaum erkannt. Sie das war total überreagiert. Verkratzt. Ich habe nur einem Huhn habe ich eine große Feder geklaut, weil ich üben musste. Die hat mir gefallen. Und dann sind die total eskaliert. Die sind so hart auf mich losgegangen. Genau, also ja, wir hatten das doch, dass der Hahn auf die Hennen aufpasst und so. Gwen, die Hennen aber auch auf ihren Haar. Mhm. Also für euch schaut das halt einfach nach Kratzern und sowas aus, aber Gwen weiß, dass das wirklich Kratzspuren sind. Also nicht von irgendwie Ästen oder sowas aufgekratzt, sondern wirklich wahrscheinlich von Tieren, die es aufgekratzt haben und eben auch Bissspuren. Ja, guckt euch das an. Das waren keine Äste oder so, das waren Tiere. Wir müssen finden, was das ist. Ich halte mich mal ein bisschen im Hintergrund und mach mal den Blick auf die Hunde. Aber die normalen. Gute Idee, ja. Ja. Ich hab letztens noch was Cooles gesehen. Da gibt es so einen Rapper, der macht immer hier diesen. Also den normalen Blick. Die Kinder sind selbst nicht magisch. Hm. Also haben dieses normale Gerüst sogar weniger als Else inzwischen. Bei der ist es mehr geworden. Und die Gesinnung, also es ist eigentlich recht normal in Bewegung, das merkt Fergus ja auch noch, also das könnt ihr ja beide erkennen, aber da scheint irgendwas, also irgendwas ist daran komisch. An den Wunden? Nee, an der Aura. Der Kinder? Ja, dann würde ich tatsächlich den Blick Plus nochmal versuchen wollen. Mit einer 12 ist das nicht gelungen. Da nehme ich einen Schicksalspunkt. Ich habe nur Weisheit 11, deswegen ist das nicht gelungen. Okay.
So, diesmal ist es aber eine 9, das passt. Mhm. Neutral und auch rot-golden, also goldene Aura, so wie eure auch quasi, also keine überalten Wesen. Aber die Aura ändert sich gerade. Und zwar wird die durchmischt von einer chaotischen Energie. Die scheint sich zu wandeln. Und es gibt schon so kleine Flecken an Rot, die sich ausbreiten. Ich als Spieler habe einen Verdacht. Mhm. Ich hab verbotenes Wissen. Dann darfst du gerne deinen Verdacht als Taran äußern. Also ich habe uralte Geschichte und verbotenes Wissen. Mhm. Soll ich das direkt äußern oder soll ich erstmal auf Intelligenz würfeln? Nee, darfst du gerne. Du hast ja, kannst es gerne. Ich habe den Eindruck, dass ich beschreibe, dass die Aura sich gerade verändert, dass eine ungute Veränderung gerade stattfindet und das deutet für mich auf etwas Ähnliches wie Vampirismus oder sowas hin. Erfolgsweisheiten 10 weiß ich, was Vampire sind. Hast du es mit einer 10 geschafft? Also das ist Intelligenz Bonus plus 2, Difficulty Normal, also Ja, du hast es locker geschafft. Ach so, ja, 10 über 18 dann. Also quasi, ja, auf jeden Fall. Dann ja. Hast du von Vampiren gehört, ja. Also in euren Legenden ist unklar, wie die bösartigen Adligen aus einem lang vergessenen Reich ein untotes Wesen wurden. Manche Geschichten sagen, dass sie von den Göttern für ein unaussprechliches Verbrechen verflucht wurden. Und andere sagen, dass sie nur eine einzige aus einer ganzen Reihe dieser Schreckenskreaturen ist. Dass Vampire eine aus einer Reihe von Schreckenskreaturen. Dass sie nur eine einzige aus einer ganzen Reihe dieser Schreckenskreaturen ist, der Vampir. Also es gibt viele Schreckenskreaturen. Untote. Ach, sorry, okay. Okay, also es gibt verschiedene Untote, angeblich, genau. Und Vampire sind einer davon. Genau. Also ich will mich nicht festlegen, es kann auch ein anderer unguter Einfluss sein, aber so Verbindung mit den Wunden. Den Symptomen und so weiter würde ich darauf tippen wollen als ersten Verdacht. Wir sollten sie mal dem direkten Sonnenlicht aussetzen und gucken, was passiert. Das sind Menschenversuche. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Sollten wir nicht vielleicht auf die Magie-Gilde-Ratsmitvorstand warten? Was sollte jetzt da dran machen? Nun, magische Analysen. Die Kinder sind ja erst, ich habe sie gerade wieder aufgetaucht. Ach, und das sind keine Menschenversuche? Das also, dann ist meine gemacht. Aber einfacher. Ja, ihr habt sie magisch analysiert. Wie lange ist das her, dass die Kinder gebissen wurden oder so verletzt wurden? Das wissen wir nicht. Sie kamen so wieder ins Lager vor. Wann denn? Ja, kurz bevor ihr kamt. Also schon ein bisschen länger. Also kurz davor. Also ein bisschen länger. Also so. Ich würde also sagen, also von dieser Kerze ungefähr so viel. Also ich würde schätzen, eine halbe Stunde. Okay, stopp. Welche Jahreszeit, welche Tageszeit haben wir? Ihr hattet, glaube ich, Nachmittag jetzt, ne? Also es ist hell. Es ist, die Sonne ist jetzt da. Es ist Mittag gesagt, aber ja. Also ja, früher Nachmittag, genau. Wir sind ja nach dem Frühstück aufgebrochen. Genau, und dann aber das heißt ja nichts. Wir sind jetzt woanders. Das kann ja trotzdem auch sein. Das ist ja trotzdem das gleiche Land, nur in einem anderen Ort. Genau, ihr habt relativ lang mit dem Zwerg gesprochen und war dort. Aber es ist also noch gesessen. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, so ist, dass es hell ist. Es ist Sonnenlicht. Mittagszeit, deswegen dösen die meisten Leute draußen. Dann möchte ich mal so eine kleine Untersuchung machen, also immer Temperatur fühlen und Puls und wie die Atmung ist, ob die irgendwie nervös sind, schneller atmen oder dass der Puls irgendwie unruhig geht oder sowas. Kalt, fühlt sich kalt an, schwitzig, flacher Atem, schneller Puls. Ich würde einmal, während Fergas gerade die Untersuchung vornimmt, würde ich bei dem Kind auch einmal die Mundwinkel etwas hochziehen, um zu schauen, ob die Zähne sich schon verändern. Nein, die haben ganz normale Zähne. Ich gehe mal schauen, wo die Küche ist. Also. Was möchtest du? Ich gehe schauen, wo die Küche ist. Eine Küche haben wir nicht, das ist ein Krankenzelt. Ja. Aber draußen gibt es also den Markt. Ja, ich schlender da mal hin. Mhm. Ja, willst du jetzt, ich gehe dir hinterher, willst du jetzt Nahrungsmittel klauen oder was?
Nein, ich will Knoblauch holen. Wer weiß, was mit denen jetzt dann passiert. Das ist total super. Bring ganz viel mit. Okay, kann man denn mit denen sprechen, wenn man sagt, hier, hallo, ich bin Fergas und jetzt sehen, wie das passiert ist und so. Und dann, der Junge starrt einfach nur in die Gegend, der hat auch richtig geweitete Pupillen und das Mädchen brabbelt irgendwas, aber so unverständlich, die sind nicht ansprechbar. Schade. Deswegen lasst ihr das alles so freiwillig gefallen hier, dass man das einfach und Zähne anfangen. Okay. Ja, dann gehen wir mal so ein Stück zur Seite, das wäre auch so ein bisschen, das ist natürlich auch doof, wenn die, Erwachsenen, ich meine, wenn die Kinder, die sind, was hast du gesagt, 7 und 8 Jahre alt, wir sind 16, 17 rum, also so wesentlich viel älter sind wir ja gar nicht. Aber wenn wir dann halt. Doch, in der Entwicklung her zwischen 7 und 17 ist ein großer Unterschied, viel größerer als zwischen 17 und 24. Aber wenn wir dann uns so dann mit dem Tusch hin, und was macht man jetzt dagegen? Wenn ihr so über Vampire beschützt, dass jetzt hier so sein sollte, also, können wir das aufhalten? Also, das ist folgendermaßen, du wartest, bis sie schlafen, also eigentlich jetzt, dann rammst du ihnen einen Pfahl ins Herz und trennst ihnen den Kopf ab und dann verbrennst du alles. Fällt mir da noch was anderes ein oder ist das auch mein Kenntnisstand? Das ist also eine perfekte Antwort, Taran, stell dich nicht so an. Also, wenn ihr euch sicher seid, also wenn es wirklich Vampire wären, dann ist auch die Methode, die du kennst. Diese Kinder sind halt irgendwie, haben auch noch sehr viel menschlich, also die haben momentan mehr Menschliches als Vampirisches an sich. Ja, ja, schon klar. Als Vampir ist, gilt für euch aber untot. Kein echtes Lebewesen ist. Okay. Ja. Nee, aber da muss ich, Gwen, ich muss dich noch mal bremsen. Das ist doch nur eine erste These, eine Vermutung. Ich sag doch nicht, dass wir das machen wollen, aber Fergus wollte wissen, was man mit Vampiren macht. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Vampire sind. Das kam ja von dir. Ich habe nur gesagt, was ich über Vampire weiß und was man gegen sie tut. Ich werde diesen Kindern sicherlich nicht den Kopf abschlagen, ihnen das Herz durch mit einem Flock zu zerpflocken und sie dann verbrennen. Aber hör mal, du bist unsere Dorfhilde. Wenn es Vampire sind, musst du das machen. Gezählt auf dich. Deswegen frage ich euch ja, ob man das irgendwie aufhalten kann. Gibt es irgendwo etwas, was dagegen wirkt? Ja, wenn wir jetzt einen Hexer hätten, der sich mit irgendwas außer Brot meiden und Entenzucht auskennt. Ich habe noch nie mit Vampiren zu tun gehabt. Ja, weil du dich um Enten kümmerst. Ich könnte einen Alkohol dagegen brauen, vielleicht hilft das ja. Ich mache einen Kräuter. Du kannst ja mal Intelligenz würfeln mit einer Schwernis von 4. Moment. Könntest du vielleicht einen Knoblauchlikör machen? Ein Knoblauchlikör? Ja, Else, du wirst ein bisschen aufgehalten, weil die ganze Schiffsmannschaft, die da in der Nähe sitzt, dich dann auch belagert und mit Fragen bestimmt und so weiter, aber du kommst dann irgendwann mit. Also denen geht's allen gut. Du weißt jetzt aber auch, sie werden bald möglichst wieder abfahren. Also, genau. Und kommen da jetzt nur zu Kräften, aber so schön ist es im Moment auch nicht. Und kommst mit Knoblauch zurück. Ich habe eine 5 gewürfelt, das heißt, selbst mit einer 4er Erschwernis ist das noch geschafft. Du hast mal von einem alten Artefakt gehört, das sich der Schwarze Seelenstein nennt. Du weißt allerdings nicht, was genau es ist, wo es ist, aber das soll Vampirismus heilen. Das nutzt uns jetzt. Wenn ich mir so recht überlege, so ein Hexerbuch, Seite 95, da stand etwas von einem schwarzen Seelenstein. Das denkt man sich jetzt aus, um intellektuell zu gehen. Nein. Der soll das. Ist es allerdings nicht bekannt, wo der ist. Gut, es nützt uns nichts, aber es wird zumindest ein Ansatz. Aber mal eine Frage, hatten wir nicht einen schwarzen Stein bei der Sanduhr gefunden? War nicht einer von denen schwarz? Wir hatten verschiedene gefunden. War der Lavastein oder so mit schroffen Kanten oder sowas? Aber ich bin jetzt gerade verwirrt, haben wir die Steine denn noch? Das wollte ich auch sagen. Das ist eine gute Frage. Waren die bei unserem Gepäck oder haben wir die mit? Ja. Aber die haben wir tatsächlich alle mitgenommen, die wir da gefunden haben, die komischen Steine. Ja, da sind ja Zutaten drin.
Na, also hier der letzte Lichtstrahl der Abenddämmerung und so weiter. Ja, ja, genau. Mhm. Und, genau, und, die Lüge, der erste Kuss eines Succubus ist schwarz. Ja. Ah ja. Ja, okay. Moment mal. Ich würfel nochmal auf Volksweisheit. Mhm. Wieder eine 10. Ach, ich liebe diesen Würfel. Weiß ich? Also ich meine, ich weiß, was Succubi sind und wie die operieren. Weiß Gwen das auch? Was ist gewürfelt? Also ich habe also Feenwesen hilft euch bei sowas immer natürlich, wenn ihr Feenwesen... Nee, Volksweisheiten. Volksweisheiten. Okay, Moment. Dann hast du nur gehört, was die so machen. Ja, ja, aber dann wüsste ich jetzt schon mal, dass das nicht so unähnlich ist wie zu dem, was man Vampiren so zuschreibt. Der Mund ist in Operation. Also dieser übrigens, Stream ist erst ab 18, liebe Kinder. Übrigens, Else, die Matrosen haben dir gesagt, die wollen so schnell wie möglich wieder losfahren. Ja, also so schnell, demnächst würden es die wieder packen. Womit? Na, die brauchen ja nur durch den Spiegel zurückgehen. Und haben dann die haben gar kein Schiff, gell? Das habe ich gar nicht gefragt. Also, doch, die nehmen diese Mehle aus der Kümmerei. Das sind Wüstenschiffe. Genau, also Gwen, Succubus mit Volksweisheiten sagt dir tatsächlich nicht so viel, weil, ja doch, vielleicht hat in irgendeiner eurer Göttergeschichten mal einer gekämpft, das gegen so einen Dämon. Aber viel Wissen darüber sonst. Du verbindest es mit dämonisch. Und wegen dem Schiff, wenn du das gefragt hast, ja. Else, ja. Der Hafen liegt in der Stadt. Es gibt eine Bucht, die durch die Magierakademien quasi geschaffen wurde. Und wenn du da reinfährst, dann kommst du in eine Anlegestelle mitten in der Stadt raus. Ja, aber die hatten ja kein Schiff mehr. Das stimmt, die sind mit Schildkröten hier. Die werden sich wohl ein Schiff irgendwie, weiß ich nicht, erhandeln bauen. Müssen. Also einfach anheuern. Ja, ich glaube, jetzt fahren gerade nicht so viele weg. doch, stimmt. Die können mit zurückfahren auf dem Schiff, das aus Wüstenrose kam. Diesem Handelsschiff, was lang vor euch losgefahren ist. Halt einige Tage bevor ihr losgefahren seid, ist ja ein Schiff los. Das hattet ihr schon erfahren letztes Mal und mit dem können sie quasi zurückfahren. Ist aber das Einzige, was gerade unter Herzlandflagge dort ist. Ja, okay. Fang mal an, den Knoblauch zu schälen und halt dem Jungen so eine Zehe unter die Nase. Da passiert tatsächlich nicht viel, außer dass er so macht, ein bisschen angewidert guckt, aber... Der mag keinen Knoblauch, das ist verdächtig. Nee, in roher Form, ich meine, wenn du jetzt irgendwo da was herstellst oder so, ein Sud. Mhm. Also ich habe mal Knoblauchsud gemacht und den habe ich dann auf die blattlausverseuchten Pflanzen im Garten getan. Das ganze Haus hat gestunken, das macht man nimmer. Aber die Blattläuse waren weg. Das ist wahr, aber es hat trotzdem gestunken. Du meinst also, ganz Vampire furchtbar. Du meinst also, Vampire sind wie blattlos? Nee, also ja, den die Blattläuse der ist jetzt sogar für Gwen mit Intelligenz 16 zu weit. Also das ist jetzt, nein, ich sag nur, der Geruch ist auch, wenn man einen Sud braut, wirklich stark. Hubertus und Friedikus kommen auf euch zugelaufen und scheinen sich immer so ein bisschen aus dem Weg zu schubsen und ihr hört nur noch ein, nein, ich sag es. Und dann bleiben sie schlitternd vor euch stehen. Also, die große Shamra al-Hassan kann euch sprechen. Also der Rat pausiert also. Und unsere Universitätsleiterin zusammen mit dem Prior-Bibliothekar. Aber ihr könnt mit ihnen sprechen. Perfekt. Das ist sehr gut, vielen lieben Dank. Aber wäre es nicht besser, wenn sie sich zuerst die beiden Kinder anschaut? Das wird Ali Mukturum machen. Das ist der aus der Magiegilde, der Vorsitzende. Ah, okay. Dann können wir also erstmal ohne Probleme mit der Leiterin der Universität sprechen. Ja. Shamra al-Hassan. Genau.
Die, mit denen ihr jetzt sprecht, sind Shamra Al-Hassan, das ist die Universitätsleiterin, die, genau. Und Nadim O'Amar ist der Prio-Bibliothekar, der oberste Leiter der Bibliothek aus Wüstenrose. Genau, und die empfangen euch auch. Das sind beides Menschen, oder zumindest seht ihr jetzt keine feischen Details. Und die sind in einem Zelt, wo ein paar Kissen auch auf dem Boden liegen und so ein kleines erhöhtes Tisch in der Mitte mit Tee und abgebrühtem Wasser mit ein bisschen Geschmack. Und dann auch mit einer einladenden Geste werdet ihr aufgefordert, Platz zu nehmen. Und hinter euch lassen die Rosensoldaten, die dort davor stehen, auch das Zelt wieder zufallen, die Zeltwände. Mhm. Und ihr sitzt vor, also und der Hubertus und der Friedrich stehen so ein bisschen am Eingang und troppeln so rum und dann seht ihr nur einmal, wie die Shamra nur so macht und die beiden so, ja, und dann verlassen sie das Zelt. Und ja, die beiden schauen dich an. Nun, unsere Universitätsmitglieder sagen, ihr seid weit gereist. Die das eine zum Gruße zunächst einmal. Das ist hier die das eine zum Gruße. Ja, ich verneige mich einfach nur höflich vor den beiden, bevor ich mich das hinsetze. Das eine zum Große. Oh, das, genau. Ihr könnt euch einfach setzen. Wir sind nicht so... Ach so, wunderbar, vielen Dank. Jo, gib mir 5. Ja, wir sind in der Tat weit gereist. Wir stammen eigentlich aus dem hohen Norden. Wir waren jetzt zuletzt in Königstadt und jetzt sind wir bei euch. Ja, Kibitzkus und Melikus haben uns einiges erzählt in den letzten Tagen. Ich muss gestehen, man muss sie manchmal etwas bremsen. Wir haben ein paar dringlichere Probleme im Moment als ihre Reisegeschichte durch den Norden. Und kleine Feenkatzen, die ihr habt. Und ja, du bist schon also viel Löwin dann, ja. So. Dorfkonflikte mit schmeißenden Frauen. Ach so. Wir haben viel gehört. Ja, ja. Wer von euch ist Fergus? Das wäre dann wohl ich. Ja. Ich hätte eine Bitte. Je. Solange die Situation ist, wie sie ist, halte ich doch etwas fern von unseren Damen. Ja, ich... Das ist ein sehr guter Rat. Ich werde mir Mühe geben. Ich versuche verzweifelt mit meiner Hand meinen überbreiten Mund irgendwie zu verdecken. Das funktioniert nicht. Dein Mund ist größer als deine Hand. Und habe natürlich jetzt auch... alles ist rot, weil ich das Giggeln unterdrücke. ja, genau. Die beiden meinen aber auch, dass ihr viel erlebt habt und uns vielleicht helfen könnt. Genau, das war jetzt so, wir wollten gerne unsere Hilfe anbieten. Also vor allen Dingen, was das Problem mit euren Rosen in der Stadt halt angeht. Diese solchen Phänomenen sind wir jetzt schon häufiger begegnet. Ich muss dazu sagen, ich bin der Hüter unseres Heimatdorfes. Als solcher ist es meine Aufgabe, in einem regelmäßig oder zyklisch stattfindenden Ritual dafür zu sorgen, dass, ich erkläre denen also praktisch die Geschichte, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, wofür das gut ist. Und im Rahmen dessen sind wir eben halt auch auf der Reise gewesen, weil Kräfte dahin gewirkt haben, die Hüter zu vernichten, das Wissen um die Hüter zu zerstören und sind dabei... Entitäten gestoßen, die dahinter stecken. Erzähl denen dann die Geschichte hier von Ezekiel, hieß er, ne? Mhm. Und den anderen Schatten, nenne ich sie mal, auf die wir gestoßen sind und dass wir davon ausgehen müssen, dass das mit dem, was wir jetzt in Königstadt erfahren haben, dass das ein weitreichendes Problem ist. Wir mussten also feststellen, es ist nicht nur ein Problem, was den Norden betrifft, sondern es reicht viel weiter. Und unsere Befürchtung ist, dass auch eure Stadt davon betroffen ist und sich da auch ein Schatten eingenistet hat oder seine Kräfte wirken lässt. Nun ja, irgendetwas scheint unseren Hüter verärgert zu haben oder wir haben leider noch nicht rausgefunden, wer oder was. Ich würde übrigens kurz, während Taran so dann ausführlich erzählt hat, den Blick anwenden und unsere beiden
Gegenüber mal, das ist ja eine passive Fähigkeit, ne? Ich möchte halt wissen, ob da jetzt auch irgendwie eine Magie wirkt. Ich weiß nicht, chaotisch oder sonst was, das kann ich auch erkennen, so von der Aura her. Ja, also beide neutral. Der Nadim ist ein Mensch und hat auch die goldene Aura, die Shamra auch, aber die ist mehr magisch, also die könnte wahrscheinlich Magie wirken, wenn sie darin ausgebildet ist. Okay, alles klar. Nee, was ich jetzt verhindern wollte, war ja schon irgendwie, ich sag mal, die Brenda, die war ja von dem Schatten wirklich besessen. Das hätte man ja dann an der magischen Aura sicherlich auch gesehen oder so. Dass jetzt hier der Schatten sich wirklich nur, weiß ich, auf den Hüter bezieht oder auf die Rosen selbst oder so, dass wir jetzt hier frei sind von irgendwie, ich sag mal, einem Spion oder so, der jetzt hier irgendwie schon Einfluss nimmt also oder sowas. Ja, nichts Außergewöhnliches. Ne? Also wenn die beiden so, dann ist das völlig in Ordnung. Du starrst die beide an. Ja, das ist ja nur so ein... Ja. Beobachten, während er erzählt. Das sind hoffentlich abgelenkt. Ja, also wenn ich das ergänzen darf, grundsätzlich ist es halt so, dass die Wall dafür gebaut wurde, eine böse Gottheit oder eine rachsüchtige Gottheit namens Tywill halt entsprechend zu bannen, der halt 5 Dämonen entsandt hat, die seine Rückkehr vorbereiten sollen. 2 haben wir erledigt und der 3. ist eben jener Schatten, den Taran gerade erwähnt hat, der vermutlich jetzt hier in Wüstenrose sein Unwesen treibt. Wenn ihr euch schon auskennt in dem Schattenjagengebiet und das wirklich der Fall sein sollte hier, dann brauchen wir eure Hilfe unbedingt. Das Einzige, worin wir uns sehr sicher sind im Rat, ist, dass es etwas, also die goldenen Rosen müssen etwas zu tun haben mit dem Hüter, von dem der, ich weiß nicht, ob, ja, ihr kennt die Entstehungsgeschichte von Wüstenrose. Es gibt... Der Wüstenwanderer, der Hüter, der durch die Spiegel ging. Ja, es gibt jemanden, der... Nein, der Hüter war nicht der Mensch. Der Mensch traf auf den Hüter. Nein, der von dem Hüter dann die goldene Rose bekam. Genau. Und dann hier gepflanzt hat. Also unsere Vermutung war, dass diesen Hüter, über den wir ehrlicherweise nichts wissen, außer vermutlich, wo er sich befindet, verärgert wurde, getötet wurde, uns aufgegeben hat oder was auch immer. Wir wissen nicht, aus welchem Grund. Und sind auch bisher leider nicht dahinter gekommen. Wo befindet sich denn dieser Hüter? Oder wo wird er vermutet? Es gibt eine Zeichnung vom ersten Menschen und sie zeigt euch das. Also wir haben im Rat besprochen, wer auf die Suche nach dem Hüter der Rosen geht, um für Gnade zu bitten und zu fragen, was ihn erzürnt hat, oder ihn zu besänftigen oder in seinem Kummer zu helfen, herauszufinden, warum die Rosen welken. Und unsere Vermutung ist, dass er sich, und sie breitet diese Zeichnung aus, diese sehr alte, dass er sich im Kronengebirge befindet. Ich bin sogar selbst dorthin gereist, hier durch die Dschungellande, aber bisher hat es keiner in das Gebirge geschafft. Es sind einfach nur steile Felswände nach oben. Aber auf dieser Zeichnung, und ihr seht auf der Zeichnung ein Gebirge, das ausschaut wie eine Krone, aber ein Zacken ist abgebrochen und auf dieser, die ist markiert quasi mit, oder da ist ein eben dieser Mensch abgebildet mit einer goldenen Rose. Bei meiner Prüfung damals bin ich bis an den Fuß des Kronengebirges gereist. Dort habe ich meine Prüfung bestanden, indem ich einen Tatzelwurm besiegte und dann bin ich zurückgereist. Sauber. Tatzelwurm, wir haben schon jetzt von Würfelkrokodilen gehört, die so groß sind wie der Rosenturm und ich fürchte, dass das etwas übertrieben ist. Aber ich gestehe, es war mit der Hilfe von Shamra al-Hassan hier und er grinst auch so ein bisschen, während sie das sagt und lässt dann mal kurz so ein paar Feuerfinger vor euch spießen. Hat mir sehr geholfen in meiner Feuermagie, obwohl ich eigentlich aufs Gestaltwandeln spezialisiert bin. Dann würde man sich doch selber vielleicht auch in einen Tatzelwurm verwandeln, das verwirrt dann den Gegner nur. Oh, Entschuldigung, ist natürlich gar nicht der eigentlich, das ist der Magie von der Magiegilde, aber gut, der ist jetzt auch da. Ali Magturum, kommt raus mit so Feuerfingern. Es handelt sich natürlich um Ali Magturum. Ein Elf, ein sehr hochgewachsener Elf. Genau, und der ist Ratsvorsteher von der Magiegilde.
ein Tatzewurm. Ich weiß nicht, ob was ich jetzt mir darunter vorstellen könnte. Wenn ihr da mal beschreibt, was das ist. Ja, beschreibt euch, was ein Tatzewurm ist. Mhm. Also ich kenne es jetzt aus dem DSA-System, wenn das das gleiche ist, dann ja. Es ist eine, ja, eine Mischung aus, ihr habt unsere Löwen kennengelernt. Ja. Und es gibt in den Bergen katzenähnliche Tiere. Es sind keine Löwen und sie schauen nicht so aus wie... Kennt ihr Panther? Also es sind eigentlich Luchse. Kennt ihr die? Also, Luchse, das sind Raubtiere. Okay, gut, dann. Es sind Gebirgsluchse. Der Oberkörper mit diesen pinseligen Ohren und der Hinterleib ist eine große Schlange. Das war zumindest der, gegen den wir gekämpft haben. Es gibt auch welche, die ja auch schon wie große Echsen. Mhm. Aha. Okay. Und sie riechen nicht gut. Ah. Was? Also man kann sie schon vorher erkennen, bevor sie einen irgendwie erwischen, oder? Was hat euch damals davon abgehalten, nachdem ihr den Tatzelwurm besiegt hattet, weiterzureisen? Ihr wart ja schön am Fuße des Gebirges. Wie gesagt, man kommt nicht hoch. Es sind steile Felswände, die einfach nach oben ragen. Hättet ihr euch nicht in einen Vogel verwandeln können oder etwas in der Art? Nicht so lange, dass ich dort hoch kann. Ah, oder was hätte es mir geholfen, alleine dort oben zu sein als Vogel? Gut, ich hätte mich zurückverwandeln können, aber tatsächlich habe ich das... Oder wir wissen, dass... der vorherige Vorstand der Magiegilde, der leider vor einiger Zeit verstorben ist, dort als Vogel versucht hat, hinaufzufliegen. Allerdings gibt es ein Problem. Dort leben wilde Rocks. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie leben wohl eigentlich hinter dem Gebirge, aber es hatte sich einer verirrt. Seitdem versucht keiner mehr, dort hochzufliegen. Das ist einfach nur ein Missverständnis. Die wollen eigentlich nur spielen. Aber das ist ja praktisch, wenn es da welche gibt, dann ist das doch die neue Gesellschaft für Timotheus, oder nicht? Vorsitzende. Das ist doch genau das, was wir erreichen wollten, dass er zu seinesgleichen kommt. Genau, nur für euch zu Interesse. Also unsere Gwen, die hält einen Rock als Haustier. Oh, das ist in Wüstenrose verboten. Deswegen ist er jetzt auch nicht dabei. Das war überhaupt kein Problem. Er trägt einen Maulkorb. Und er ist ein kleiner Rock. Es ist ein Kind, ein Babyrock. Dann wird er noch einige Tage vielleicht sein dürfen. Ja, sie wachsen recht schnell anscheinend. Ja. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe ihn jetzt schon 5 Jahre und er ist immer noch ein Baby. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich schaue Taran ganz wütend an. Wir sollten unsere Studien überdenken. Unsere Großmutter hatte ihn schon. Genau. Wenn du lügst, ein Zwergrock. Das ist unglaublich. Ja, ich bin da total gut drin, Fergus. Von dir kannst du mir, von mir kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Wie dem auch sei. Unsere Rosenwache ist sehr besorgt. Sie hat jetzt bei der Ratssitzung gesagt, dass die Rosen, so wie es jetzt aussieht, keine weitere Woche durchhalten. Gibt es hier von der Gegend, in der wir uns befinden, oder auch von dem Gebirge, wo wir hin müssen, gibt es Kartenmaterial? Gibt es etwas, wonach wir uns orientieren können, wenn wir uns auf den Weg machen? Nein, das ist verboten. Es werden nur Aufzeichnungen über die Funde gemacht, über die Pflanzen, über die Feenwesen, über die Tiere hier. Mhm. Das hier ist eine reine Forschungs- und Prüfungsstätte. Also es gibt auch keine Feenlöwen, die uns einen Teil der Strecke vielleicht irgendwie dorthin bringen können. Die Feenlöwen betreten die Spiegel nicht. Achso. Und wie lange ist man unterwegs zu diesem Kronengebirge? Nun, wir sind auf einem Floß gereist. Das waren so 5-6 Tage. Je nachdem, wie schnell das Wasser fließt. Wenn es regnet, schneller. Das ist schon ganz schön lang. Ja, und man kann es verkürzen, indem man auch die Nacht durchfährt, aber das davon rate ich ab. Es kann etwas gefährlich sein. Wir haben sehr viele unterschiedliche Kreaturen da draußen und manche davon sind uns im Wasser überlegen. Daher zum Beispiel haben wir in Schutzhütten genächtigt. Aha.
Das ist super, das. Die Sache ist die, wir verfolgen hier offensichtlich ein gemeinsames Interesse, denn unabhängig davon, dass eure Stadt betroffen ist, ist das eine Bedrohung, die wir persönlich uns oder der wir uns persönlich auch verschrieben haben, dass wir sie bekämpfen wollen. Damit wir das aber wirkungsvoll tun können, müssten wir unsere Ausrüstung haben. Mhm. Die haben wir jetzt natürlich zurückgelassen. Man hat uns diese Gewänder hier gegeben, ohne hätten wir nicht hierher reisen dürfen. Aber damit wir uns auf dieses Abenteuer, was primär keine Forschungsreise ist, sondern eine Reise um eure Stadt, eine Rettungsmission, eine Art Rettungsmission ist, werden wir die Ausrüstung benötigen. Nun, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, nachdem wir sind eine sehr große Stadt und wir kennen natürlich nicht jeden persönlich und wissen nicht, wer den Zorn des Hüters erweckt hat. Das war auch nicht als Vorwurf. Aber Hubertus und Friedikus haben ihre Hand vor euch ins Feuer gelegt und ihr seht wieder den Ali sehr breit grinsen und so in Richtung einer Feuerschale mit so wieder Flammen sehen. Natürlich, also wenn ihr für uns auf die Suche danach geht, dann natürlich könnt ihr eure Ausrüstung. Wir werden auch euch nach bestem Wissen und Gewissen ausrüsten oder euch mit auf den Weg geben, was wir können. Ein Floß haben wir noch, es muss allerdings repariert werden. Es ist nicht so besonders groß, aber das könnten wir in einigen Stunden bestimmt machen, wenn wir. Es müsste im Endeffekt für 4 Personen, also uns 4 und einen Rock reichen. Den nehmen wir ja da mit, ne? Also Timotheus, also. Wenn er wirklich nur noch ein Babyrock ist, dann sollte das. Ja, er ist keine passen. 2 Schritt groß. Dann sollte also das funktionieren. Genau. Es wird nach 5 Jahren mal Zeit, dass er zu seiner Familie zurückkommt, ja. Ja. Da musst du jetzt sehr stark sein, Gwen. Aber es ist das Beste für ihn. Ich werde dann meine Feenlöwin in der Kümmerei zurücklassen, wahrscheinlich, damit sie da Gesellschaft hat. Aber Fridolin nehme ich mit, der kann uns vielleicht ein Loch in den Berg fressen. Was habe ich dann für Gesellschaft? Wenn und sie mich? Schwester und die Beste, die es gibt. Dran, wenn wieder haben und. Also da gibt es Möglichkeiten. Keine Frage, kann fliegen. Und Branwen ist jetzt auch, aber die kann tauchen. Jetzt. Aber Taran, du hast sowas von recht. Wir haben einen steinfressenden Hamster. Wie schnell schafft er es, einen Tunnel in diesen Berg zu fressen, um uns da hochzubringen? Sagen wir so, wir haben ihn noch nie zu so einem Zweck eingesetzt. Vielleicht überrascht er uns alle. Ja. Das probieren wir dann sofort mal aus. Es könnte sein, dass das Gebirge ein paar Löcher hat. Wir haben einen Kristallhamster dabei. Also Taran hat einen Kristallhamster. Der Stein frisst. Ja. Das sollte in unserer Stein. Stadt auch verboten werden. Aber noch ist es nicht verboten. Wenn in der Stadt alles verboten ist, will bald niemand mehr dort leben. Glaubt mir das. Unabhängig davon, noch ist es nicht verboten, deswegen kann ich euch bei Zeiten Fridolin vorstellen. Ja. Sandstein ist nicht ganz so fest, müsst ihr wissen. Also nicht so fest wie zum Beispiel das Kronengebirge, aber. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Sandstein wirklicher Stein ist. Ich weiß gar nicht, ob er daran interessiert wäre. Er isst jetzt auch nicht alles, oder wie? Was ist denn das für ein Gourmet? Ja. Das ist von mir immer noch gut behandelt. Wir stellen euch natürlich sehr gerne das Floß zur Verfügung, auch mit einer Truhe voll Lebensmitteln, die sich etwas halten. Also Brot könnte ich, aber nun, für die ersten Tage ginge bestimmt auch Brot und etwas Wasser. Aber wenn ihr uns wirklich helfen könnt, dann werden wir natürlich auch das entlohnen. Wir müssen das allerdings mit dem Rat natürlich abstimmen. Die Frage ist, ob es nicht sinnvoll wäre, uns noch jemanden an die Seite zu stellen, der sich hier sehr gut auskennt, der vielleicht auch weiß, wie man sich hier in dieser für uns fremden Natur zurechtfindet und so weiter. Wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, uns einen Reisebegleiter zur Seite zu stellen, der auch nicht mit aus, also wir müssen nur zum Gebirge kommen und ab da schauen wir, wie es weitergeht und diese Person könnte dann auch vielleicht das Floß bewachen und Meldung machen, wenn wir nach einer bestimmten Zeit nicht zurückgekehrt sein sollten. Natürlich, wollt ihr lieber jemanden, der sich lieber einen Botaniker oder lieber einen Zoologen oder lieber einen Pheologen oder lieber einen Geologen oder... Lieber von allem ein bisschen. Ein Universalgelehrter.
Literatur können wir vernachlässigen. Dann nehmen wir vielleicht Sachman. Er hat zumindest, er ist auch ein Elf und er ist inzwischen beim Drittstudium. Wieso auch ein Elf? Weil der Ali Mukturun ein Elf ist. Ah. Es gibt, also ich hätte noch eine persönliche Sache, die ich gerne ansprechen wollte, weil normal, also wir verlangen keine Belohnung für das, was wir tun. Mir ist eine Fliege hin. Ja, die Mücken furchtbar hier. Natürlich für unsere Auslagen, ne, also die Unkosten, ne, aber nein, darüber reden wir jetzt gar nicht. Das beschließt ja sowieso der Rat, jetzt red doch nicht so einen Unsinn. Genau. Du willst ja auch Steuern zahlen und so, da musst du auch was haben, wovon du ja, deine Steuern genau. bezahlst. Aber wir sind doch keine Bezahlhelden. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Belohnung sicherlich. Also. Ja, wir schauen, wenn man uns was schenken mag, das ist natürlich wieder was anderes. Nein, worum es mir persönlich ginge, das wäre, ich denke, spätestens im Winter, wenn im Norden gar nichts mehr geht, dann werden wir auch eine Abenteurerpause machen, wenn ich dann bei euch studieren kommen könnte. Das wäre für mich eine große Ehre. Dr. Kibitzkus und Dr. Medikus haben gesagt, ihr seid ein großer Gelehrter aus dem Norden. Ja, das stimmt. Ach, da übertreiben sie ein bisschen, aber naja. Ja, ihr seht schon den breiten Mund noch breiter werden. Oh je. Nun, ihr könnt natürlich jederzeit eine Eignungsprüfung ablegen und in dem Bereich, in dem ihr gut seid oder der euch interessiert, bei uns studieren. Taran, du müsstest noch aushandeln, dass das, was wir jetzt hier machen, nämlich wir den Schutzkreis hinterlassen und bis zum Kronengebirge reisen und so, dass das schon mal so eine vorgezogene Prüfung ist. Das habe ich auch schon überlegt. Das müsste doch schon so, zumindest für einen Ehrendoktortitel reichen. Aber darüber können wir ja vielleicht sprechen. Ja, ein Doktor ehrenhalber. Aber darüber können wir ja vielleicht sprechen, wenn wir zurückgekommen sind. Ich habe auch noch sehr viel zu erzählen von meinem Lehrmeister und so weiter. Vielleicht finden wir da noch ganz viele interessante Informationen. Und denn eine akademische heraus. Oder eine magische studieren? Bitte? Wollt ihr denn magisches oder akademisches studieren, also an der Universität bei mir oder an einer der Magierakademien von Mukturun? Ich wollte meine magischen Fähigkeiten ausbauen, aber an der Universität mein Wissen auszubauen, das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Aber ich meine, ich bin noch sehr jung, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, ich werde hoffentlich viel Gelegenheit haben, hier etwas zu lernen. Und was natürlich auch interessant sein könnte, ich weiß nicht, hat Wüstenrose jemals, also ihr betreibt ja Handel mit Königstadt, aber habt ihr auch jemals Handel betrieben mit den Nordlanden? Das wurde uns untersagt. Das wurde euch untersagt, weshalb? Oder durch wen? Weil die Küsten im Norden sehr gefährlich sein sollen. Und der Leuchtturm, der durch die tödlichen Felsen vor Kerlon führt, nicht mehr geleuchtet hat. Das hat sich jetzt erledigt. Der Leuchtturm, den gibt's wieder. Der leuchtet wieder. Und die ersten Handelsschiffe sind zumindest zwischen Königstadt und dem Norden schon unterwegs. Wenn wir das Problem hier gelöst haben, dann können wir darüber bestimmt mit den Herzen. So ein bisschen rumdruckst, dass das letzte Schiff, was losgegangen ist, war das Kriegsschiff, welches wir durch die Krähen aufhalten wollten. Da war es ja noch unklar, als ob das funktioniert hat. Aber naja. Aber ansonsten finden wir vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die Wege zu überbrücken. Aber die Nordlande, die möchten langsam wieder auch partizipieren durch Handel und auch gemeinsame engere Verbindung zu den anderen Ländern. Ja, alles, was uns den Handel weiter ausbauen lässt, es tut allen gut. Aber in der Sache können wir den König natürlich nicht übergehen. Das werden wir auf anderer Ebene aushandeln müssen. Ich würde auch das eher auf einen Zeitpunkt verschieben, in dem es Wüstenrose überhaupt noch gibt. Das heißt, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, Wüstenrose zu retten, den Hüter aufzusuchen, unsere Expedition zu starten. Wenn wir uns beeilen, könnte sogar reicht die Zeit heute noch bis zur ersten Schutzhütte.
Ja. Fergas, ich wollte es auch nur angesprochen haben, damit diese Sache im Raum steht, so. falls wir nicht mehr das selber vorbringen. Dann kann der Rat schon mal beraten. Und, genau. Gut. Wie kommen wir dann uns unsere Ausrüstung? Und gibt es noch ein paar Materialien, die vielleicht dazu kriegen können? Wir können entweder wir lassen es für euch holen oder ihr werdet begleitet, wenn ihr es selber machen wollt, von Rosensoldaten. Wenn wir wieder hin und zurück reisen, verwandeln wir uns nochmal oder? In Wüstenrose werdet ihr die Merkmale nicht haben. Allerdings, wenn ihr wieder hier reinkommt, kann es sein, dass das hängt mit eurer magischen Resistenz zusammen. Also es wäre völlig okay, wenn jemand die Sachen, obwohl, wir müssen ja auch noch Timotheus abholen und so weiter. Ne? Eben. Also kann er einfach mal schnell loswandern und unser Zeug holen. Ja. Gut, dann, wenn die sowieso noch das zur Proviant und so vorbereiten wollen. Dann hole ich, dann werden wir einige Rosensoldaten oder Oshin al-Baba trägt, wird einige Rosensoldaten anführen. Ich überlege gerade, wenn es möglich wäre, dass wir noch einige Zutaten sozusagen bekommen, also Gwen, du bist doch so versiert in Tintenherstellung. Wir bräuchten vielleicht diese Tinte irgendwo zwischendurch mal, dass wir halt irgendwie vielleicht wenigstens ein bisschen Entspannung bekommen und die Tintenherstellung, ja, du weißt schon. Wir sind alle bewandert in der theoretischen Tinte. Ja, nur weil Gwen das immer so... über 18! Wir brauchen folgende Sachen. Ja, genau, ich zähle auch, was ich brauche. Oh Gott, was war das? Ich weiß nicht mehr, ich habe da jetzt gerade nachgeschaltet. Wahrscheinlich irgendwas Kohle, vermute ich dann irgendwas Fett, Wasser und dann mischt man das irgendwie zusammen. Ja, der Tom hat uns das Rezept gegeben. Ich hoffe, wir können das so nachstellen. Willst du das Kronengebirge? Ja, ich fand dich auch nicht so. Nein, das ist doch das Elemente-Trotzen-Ritual, dass wir hier diese Hitze nicht ertragen müssen oder die Kälte in den Bergen oder so etwas, können wir uns dagegen schützen. Ja, genau. Da hatte ich auch gerade dran gedacht. Ja, also nur so als Rückversicherung. Elemententrotzen. Was ihr nicht alles könnt. Hier, ein Tag pro Stufe wirkt das Ding. Also das ist schon, das ist schon gut. Dauert dieses aber auch zwei Stunden. Die werden wir zwischendurch irgendwann haben. Genau. Um das Ritual durchzuführen, muss der Magier seine Gefährten um sich sammeln und die Namen der uralten Götter der Jahreszeiten aussprechen. Im Lauf des zweistündigen Rituals muss er diese Namen mit Tinte aus einem unbenutzten Tintenfass aus reinem Kupfer auf seine eigene Haut und die Haut seiner Gefährten schreiben und dabei ein Feuer mit Eibenholz brennen lassen. Das könnte ein Problem werden. Das wird schwierig. Also, ihr bekommt nicht das Kupfer, sondern das Eibenholz. Hier wachsen noch keine Eiben, sicher. Ja, ihr bekommt mehrere kleine so Kupfer-Tiegelchen. Die Tinte müsst ihr dann einfach selber herstellen. Das hat der Troll, was war's? Der Troll. Euch ja beigebracht, genau. Und die Feder hast du natürlich zum Beschreiben. Das Eibenholz ist tatsächlich ein Problem, aber nachdem ihr ja eh eure eigenen Sachen holt und die dadurch mehr Zeit haben, dort wachsen keine Eiben. Weder im Dschungel noch in der Wüste. Mhm. Aber es gibt natürlich, dank dem Handel mit Wüsten, mit den Herzlanden, einige Möbel aus Eibenholz. Und da werden jetzt ein paar beschlagnahmt. Und verkleinert. Oh. Genau. Das sollte jetzt so gar nicht, aber naja, dann. Ja. Also ihr werdet in Empfang genommen von Oshin al-Baba, das ist der Vorsitzende der Rosensoldaten. Und ihr seht, dass er eine lange Schlange um sich herum trägt, die Mimi zu heißen scheint. Er streichelt sie auf jeden Fall immer und flüstert Mimi zärtlich zu, während er euch Soldaten zuweist. Ihr könnt alle eure Sachen holen, die ihr holen wollt. Genau, die Feenlöwen, hattest du gesagt, bleiben wahrscheinlich dann dort, die Feenlöwen. Ja, also ich würde Anouk, glaube ich, zu der Kümmerei, die kann ja die Kümmerei bringen. Das ist wahrscheinlich besser als dort. Dann die Frage. Sie schaut dich, als du sie verlässt, schaut sie dich mit einem Blick an, wie diese Massagen werden teuer, mein Freund. Anouk, ich würde dich ja gerne mitnehmen, aber mir wurde gesagt, Feenlöwen gehen nicht durch den Spiegel. Ich meine, du kannst gerne mitkommen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Genau, und ihr könnt eure ganze Ausrüstung holen. Wollt ihr noch irgendwas anderes jetzt außer den Ritualzubehör für dieses Elemententrotzen und irgendwelche Waffen oder so, die ihr mitnehmen wollt? Wir haben unsere eigene Waffen, glaube ich, und Rüstung und ich glaube hier
Okay. Ich möchte das Schild, was ich immer mit dabei hatte, derer von Bärenhaupt oder so. Mhm. Ich will Dietrich hier. In dem Berg. Im Dschungel. Ja, weil... Ja. Ich weiß nicht, ob du in Auftrag geben willst, dass du Dietrich hier willst. Ja, doch. Okay. Also ich schreibe es nicht in den Raum, aber ich... Schlosserwerkzeug. Wirf mal auf Charisma, bitte. Oh, gut, toll. Oh je. Den chipp ich. Ich will Dietrich haben. Ich chipp den doch mal. Okay, geschafft? Nein. Hattest du nicht noch Dietriche auch? Nein, ich hatte noch nie Dietriche. Ich kann nur mit Dietrichen umgehen. Dann, merkst du, dass, also du fragst natürlich eher so in dem Bereich, wo irgendwie Handwerker unterwegs sind und du merkst, dass die Leute eher darauf bedacht sind, ihre Taschen zu bedecken, nachdem du ja mehrmals rumfragst nach Dietrich. Leider gibt dir niemand Dietrich, ja, aber du darfst einmal auf Gewandtheit würfeln, denn, Gewandtheit sage ich schon, Konstitution. Geschicklichkeit, genau, Geschicklichkeit, dankeschön. Denn da läuft jemand mit einem sehr, sehr großen Schlüsselbund rum. Da sind zumindest sehr viele unterschiedliche Schlüssel dran. Den kannst du da mal kurz so entwenden. Das sind zumindest jetzt provisorische Dietriche. Also es gibt dazu Schlösser, aber die interessieren dich nicht. Du hast jetzt viele verschiedene Schlüssel. Okay. Nehme ich mit. Wir sollten Seil mitnehmen. Ich glaube, in dem Bereich. Das ist überhaupt eine Frage. Dadurch, dass man da nicht hoch kann, haben wir eine Möglichkeit, da hochzukommen. Also, dass wir irgendwie. Mir geht es gerade weniger um den Berg, sondern wir sind in einem Dschungel, wo sehr viel Holz ist, sehr viele Bäume und sowas sind, sehr viel unwegsames Gelände und so weiter. Ich glaube, Seile könnten uns da sehr viel weiterhelfen, wenn wir irgendwie. Mal zum Beispiel irgendwo festhängen, das Floß irgendwie freiziehen müssen oder sonst irgendwas. Ja. Nee, Seil ist eine gute Sache. Wäre jetzt die Frage, was wir kennen das, glaube ich, jetzt selber mit Bergsteigen und ist ja aus, dass wir sowas wie Steigeisen oder sowas, haben oder so einen Kletterhaken, also so einen Wurfhaken oder sowas zum Beispiel. Hat Else das nicht? Ein Wurfhaken? Ja. Nee. So ein. Bist du nicht damals irgendwo du bist ins Archiv eingebracht, genau. Ja, also ich hatte mal in meiner Startausrüstung ein Seil. Das ist die Frage, ob das überhaupt noch da ist. Ja, also das bekommt ihr auf jeden Fall. Seile könnt ihr natürlich... Dann mitnehmen. Vielleicht so eine Grundausstattung an Werkzeug, dass man irgendwo eine Axt oder so, dass wir ein bisschen Feuerholz zuschlagen können oder so etwas, wenn wir das nicht sowieso schon haben. Ja, ihr bekommt eine Kiste Machete mit dem für den Dschungel oder das Holz, Spaten. Dieses Eibenholz nimmt halt relativ viel Platz weg, aber so ein kleinen Klappspaten könnt ihr haben und Seil und eben so ein kleines Beil und sowas liegt dann alles in der Truhe, die auch wasserfest ist auf dem Floß. Da lege, glaube ich, noch für irgendeinen Zauber irgendwas brauche. Ich würde... je nachdem, wo wir uns da durchkämpfen müssen, würde ich noch ein Haumesser. Machete, hatte ich ja gesagt, ja. Achso, hattest du gesagt, alles klar. Ich hatte nur die Axt aufgenommen, gedanklich. Aber ich glaube, für so ein Gelände ist ein Haumesser wirklich besser, eine Machete. Ja. Ansonsten, wenn sie schon vorgefertigt haben, irgendwo ein Anti-Mücken- Säbchen oder sowas. Ja. Vielleicht auch Sonnencreme, ich weiß es nicht. Also irgendwie, wenn die sowas haben. Ja, Sonnencreme, also ihr merkt recht schnell, dass also in den, also klar, auf dem Fluss da an breiten Stellen knallt dann wahrscheinlich schon die Sonne runter. Ansonsten ist halt sehr dicht. Da kommt gar nicht so viel Sonnenstrahlen durch das Blätterwerk, wenn ihr jetzt irgendwie in den Dschungel müsst. Aber ja, könnt ihr mitnehmen, Tiegelchen voll. Sonnenschutz und Mückenschutz und ihr kriegt auch ein Fläschchen mit einem Heilwasser. Ah, perfekt. Ein Heilwasser, das ein W6 Trefferpunkte heilt. Ja. Ich habe ja auch hier bei mir stehen 4 Portionen Heilkräuter, ein W4 Trefferpunkte Heilung pro Portion. Also
Wie lange trägst du die schon rum? Sind die noch gut? Bestimmt, hoffe ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das hier auf meinem Bogen draufstehen. Wir haben auch noch hier Spinnennetze, ne? Eins nicht mehr viele, irgendwann angewandt. Ja. Hm. Eins haben wir mal angewandt. Also so Grundzeug könnt ihr gerne alles einfach, kriegt ihr. Mhm. Ihr seid in einer großen Stadt, die rüsten euch ordentlich aus, die wollen die Stadt gerne noch länger haben. Und ja, so ja, könnt ihr wieder ausgerüstet mit euren Sachen und eurer Gewandung und euren Waffen und ergänzendem Zeug und Timotheus an der Leine mit seinem Schnabelschutz durch dieses Lager. Ah, ihr dürft alle nochmal Rettungshof-Zauber machen, wie ihr so beim zweiten Mal ankommt. Zauber oder Verwandlung? Verwandlung, Entschuldigung, ja. 19, bestanden. Sehr gut. Yay, ich auch. Oh, ich habe auch eine 19, das wäre bestanden, tatsächlich. 19 ist, ja, alles schon geübt jetzt im Spielwelten. Ne? Genau, der Magier ist der einzige Loser. Dann ein W6. Ich habe eine 4, jetzt habe ich die 4 gewürfelt. Dann hat jetzt Taran den Hahnenkamm. Okay. Habe ich das besser. Breite Maul zusätzlich noch? Oder? Nee, das ist weg. Ist weg. Ne? Genau. Ja, und der so Handkamm ist einfacher, also ist besser als das, der breite Mund. Das sah, du konntest buchstäblich von Ohr zu Ohr grinsen. Das ist echt gruselig gewesen. Ja. Naja, aber jetzt kann ich so. Ja. Jetzt bist du der Gockel. Der Hahn im Korb. An den. Ja, jetzt mach mir nicht Konkurrenz, aber nah dran. Oh, jetzt geht's los, die beiden. Jungs. Oh Mann. Was könnt ihr Ludmilla abgeben, wie wär's? Nein, hau ab. Mit der ist er ja verwandt. Ach nee, mit der ist er nicht verwandt. Nee, mit der ist er nicht verwandt. Oh, nee, nicht. Nein. Nee, nee. Verwandt bin ich mit deiner Ollen. Das stimmt, ja, genau. Nee, ja, aber ich meine, Ludmilla hat ihre Vorzüge. Sie backt. Ludmilla hat keine Vorzüge. Wie gesagt, bei Ludmilla, irgendwann kriege ich noch raus, was da irgendwo das, was da der Fluch ist oder so, oder was auch immer sie da beschäftigt. So, die ist wahrscheinlich ein sehr mächtiges Feenwesen oder so, wer weiß das schon so genau. Ludmilla? Ja. Was? Entschuldigung, Frau Al-Hassan, aber das ist öfter Thema bei uns und das muss einfach lassen sich geschehen. Wir werden das auf der Fahrt oder dann damit zurückziehen. Es wird auch viel Abstand gehalten von euch, dank des Rocks. Also. Was? Das ist Species. Jeder findet einen klar, findet Fridolin süß und Timotheus findet niemand süß. Armer Timotheus, und ich pette ihn so. Ja, aber die gute Nachricht ist, Timotheus, wir werden jetzt deine Artgenossen suchen, wenn wir dort ankommen. Da gibt es einen großen Timotheus und noch einen Timotheus. Der ist auch sehr aufgeregt da in dieser neuen Umgebung. Mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen, die ich auch selten oder eins noch gar nicht eingesetzt habe, aber ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Ich würde die Zeit nutzen, bevor wir aufbrechen, und würde gerne das Ritual magische Steine machen, um 6 magische Steine vorzubereiten. Mhm. Außerdem, wenn wir schon so kleine Kupfertiegelchen bekommen haben, würde ich fragen wollen, ob ich auch Kupferglöckchen bekommen könnte. Tatsächlich, ja. Du darfst mal ein W4 würfeln. So viel Kupferglöckchen wirst du mitbekommen. Die anderen brauchen sie, weil genau mit denen dieses Ritual wird verwendet, auch um natürlich die Lichtung gerade zu schützen. Und die ist relativ groß. Du meinst die Hexenwache, ne? Genau. Und ja. Wenn du da aber den Mukturun ansprichst, hast du eine 4? Ich habe eine 4. Sehr gut. Dann würde dir aber auch sagen, dass wenn ihr nachts die Schutzhütten aufsucht, die sind auch gekennzeichnet an so, also ihr müsst immer ein bisschen aufmerksam im Fluss sein, weil das wird schon freigehauen immer mal wieder, wenn da jemand langreist, aber es passiert eben nicht so oft und die meisten fahren auch nicht so weit. Wir haben gewisse Erfahrungen im Auffinden von Schutzhütten. Genau, ja. Es gibt magische Symbole, das sind Rosen, die sind da eben als Weg, also die kennzeichnen quasi, dass jetzt eine Schutzhütte kommt dann. Und die sind ausgestattet mit versteckten Schatullen, wo immer Sand drin ist und Kupferglocken. Mhm, okay. Sand habe ich jetzt nicht nachgefragt, weil ich denke, den kann ich einfach mitgenommen haben. Ja, den kannst du aus Wüstenrose, da gibt es genug Sand. Genau.
Genau, weil dann kann ich nämlich im Zweifel, wenn wir dann nochmal irgendwie im Freien schlafen müssen, kann ich dieses Ritual dann machen. Ja. Und wie gesagt, ich würde diese magischen Steine einmal dann würde machen. Ich aber also dann haben die anderen die Sachen geholt in der Stunde, die du das, oder ist es erstes oder zweites, oder welche Grad ist das Ritual? Das Ritual magische Steine ist zweiter Grad. Okay, weil ihr habt jetzt maximal auch nur die 2 Stunden, bis ihr los müsst, wenn ihr noch die Schutzhütte erreichen wollt. Okay, das heißt, ja. Du kannst es vorbereiten und dann bringt ihr Fergus halt Sand mit und die anderen holen die Sachen. Okay, okay. Okay, das heißt, ich überlege gerade, was mit dem Ei passiert. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das... Ja, das ist die große Frage. Was sagt meine Intuition? Brauche ich das da irgendwo, weil das halt aus der Sanduhr kommt? Ich weiß mit dem Ei jetzt nichts anzufangen. Ich wüsste nicht, dass das für die Mission in den Bergen irgendwie gut ist. Ich wollte es aber auch nicht bei dem windigen Zwerg da lassen, sondern würde es eher in die Obhut von unseren beiden Doktoren vielleicht geben oder so, dass die das irgendwo in die Kiste packen, bei sich ins Zelt oder so. Ich meine, es weiß ja keiner, dass es da ist. Fergus, ich hätte einen Vorschlag. Ja, wir haben hier, ich glaube, mit die gelehrtesten Menschen, denen wir überhaupt begegnen können. Warum erzählen wir der Chambra al-Hassan nicht von unserem Abenteuer in dieser Also wenn, dann müsst ihr es sehr kurz machen, weil ihr müsst los. Ja. Oder ihr geht halt erst am nächsten Tag los. Nee, aber es geht nur darum, ihm halt kurz zu erzählen, wo das Ei her ist. Und wenn sie will, kann sie das ja untersuchen in der Zeit, wo wir nicht da sind. Na gut, probieren wir es. Ja, mach mal einverstanden. Eine Weisheitsprobe. Gesunder Menschenverstand. Okay. Eine 11 auf 15, das ist geschafft. Ich habe mit einer 13 das nicht geschafft, mit gesundem Menschenverstand. Okay, also Taran findet das total super. Die Idee, Fergus an sich auch, also wenn da analysiert wird, ich meine, ihr seid jetzt gerade in der Hochburg, wo wahrscheinlich nirgendwo sonst besser das untersucht werden könnte, das Ei. Aber Fergus weiß auch, das wird wahrscheinlich ziemlich lang dauern. Also dann müsstet ihr es wirklich hier lassen. Nee, ich möchte das möchte ich schon selber und vielleicht brauchen wir das irgendwo und vielleicht schlüpft ja irgendwas so. Dann lasse ich es halt in der Obhut, also das wird eingepackt sein und ich würde dann halt den beiden Doktoris, denen vertraue ich so weit, dass sie halt sonst einfach nur verwahren, weil das halt ein Gegenstand ist, den ich nicht mitnehmen kann, der relativ groß ist, ne? Da ist es ja wahrscheinlich so oder so, ne? Ja, so 40 gut, aber Zentimeter würde das haben. Truhe auch auf dem Floß. Also wenn man es irgendwo. Kannst du da lassen, ja. Ja, also. Damit es halt auch nicht verloren geht, dann ist das da in dem Lager, dann wird es irgendwie bewacht ich glaube nicht, dass wir es hier brauchen irgendwo. Die Frage ist, unsere magischen Steine haben wir aber dabei, ne? Also unsere Succubus, Kuss und die Lüge und so weiter, den ganzen Krams, das würden wir natürlich mitnehmen, falls wir das da irgendwo brauchen. Und unser elfischer Begleiter, der kennt sich auch mit Botanik aus, ne? Sonst. Den trefft ihr, sobald ihr zum Fluss geht. Okay, dann machen wir das doch. Ja, dann gehen wir zum. Ihr, durchquert dieses Lager, sammelt Taran ein nach seinem Ritual, verwahrt das Ei bei Dr. Hubertus und Dr. Friedikus, Entschuldigung, Dr. Kibitzkus und Dr. Medikus natürlich. Und kommt zu dem Floß, wo Zachermann auch schon steht. Das ist ein sehr alter Elf oder wirkt sehr alt, der auch so eine Machete am Gürtel hat und schon so auf dem Floß steht. Sei gegrüßt. Genau. Und tatsächlich relativ schnell mit euch ablegt, sodass ihr jetzt auf dem Fluss in den Dschungel landen seid. Und Zachermann ist ein Elf, der sich auskennt mit Botanik und Zoologie. Perfekt. Und ein bisschen kann ich auch die Machete schwingen. Das ist sehr gut. Mich interessieren nämlich so einige Pflanzen, ob es hier so Heilpflanzen gibt zum Beispiel, ne? Vielleicht irgendwie, dass man frisch irgendwo etwas zusammen mischt. Oh, es gibt Heilpflanzen. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ja, ich würde dann mehr darüber erfahren. Wenn wir irgendwelche finden, wenn wir irgendwie Pause machen oder so, ich weiß nicht. Oder du mir beschreibst, wo man die findet, oder. Ja. Ich kenne mich bei mir zu Hause im Wald aus, aber hier halt nicht.
Und wir haben jetzt etwas Zeit. Wir müssen nur schauen mit den Stangen, dass wir nicht, dass wir uns vom Ufer abschussen, wenn wir zu nahe kommen. Wir sollten nicht zu nahe kommen, denn aus den Bäumen fallen manchmal Schlangen, die Mücken fressen einen auf, es springen Tiger irgendwo hinein, es gibt Krokodile, es gibt vieles, was, also wir sollten eben auf der Mitte bleiben, auf das Wasser achten und dann habe ich viel Zeit, dir über Pflanzen. Es freut mich, dass du dich interessiert. Also da gibt es zum Beispiel. Sehr gut. Oh, die Gwende kennt sich nämlich auch sehr gut mit Stangen aus, also Kampfstäben eigentlich. Und wenn du das, den Kampf gegen das Ufer ein bisschen Muskel trainieren. Genau, und so. Und die kennt sich auch mit wir Arbeit können, aus, die kann ruhig ein bisschen, ne? Ja, dann. Und er drückt dir seine Stange in die Hand und also Gwende und wendet sich das alles zu. Ich schaue so die Stange an, dann schaue ich euch an und dann sage ich. Ihr seid wohl nicht mehr zu retten, oder? Nicht, das ist doch... Ja, das hoffe ich doch schon. Habt ihr denn schon vom klebenden Gelbfresser gehört? Nein, erzähl. Das ist eine wunderbare Pflanze. Fleischige Blätter, gelbe Kopfgröße, Blüten, sehr schwer am Boden hängend. Giftige Sporen, das kann ich sagen. Und dagegen braucht man violette Moosgeflechtblüten. Ja, ja, mit Tee kann man dem entgegenbeugen. Ihr dürft alle mal eine Konstitutionsprobe für den Tag machen. Die einen fürs Zuhören, die anderen fürs Fahren. Ich habe eine 18 gewürfelt, also nein. Ich habe eine 20 gewürfelt, also nein. Ich habe eine 3 gewürfelt, also ja. Du hängst an seinen Lippen, aber das macht nichts, denn wegen mir bewegt sich dieses ganze Floß in Zeitlupe. Ja. Also Floß bringt euch zum Glück auch gut voran, aber Gwen, deine Muskeln tun ganz schön weh, als die Dämmerung auch irgendwann einsetzt. Die Mücken werden unerträglich, ihr klatscht euch alle mit diesem Mückenzeug voll. Dafür ist die Landschaft natürlich wunderschön, weil ihr zum ersten Mal wirklich durch einen Dschungel reist und da wirklich sehr, sehr große Blüten, teilweise auch bunte, sind so weit, dass man die sogar bis auf den Fluss riecht. Und glücklicherweise habt ihr auch nichts bisher im Wasser gesehen, was euch da irgendwie gefährlich werden könnte. Aber ihr kommt zur ersten Schutzhütte. Inzwischen wisst ihr auch, dass Zachermann seine Zähne nicht aufgrund seines Alters verloren hat, sondern aufgrund einer Prügelei, als er nicht aufhören wollte zu reden. Das wundert jetzt irgendwie nicht. Genau, ihr kommt bei der ersten Hütte an und er wird mit einer dreifach gebrochenen Nase dann wieder zurückfahren, weil Gwen irgendwie die Geduld verloren hat. Ihr hättet tatsächlich auch alle diese Rose übersehen, die da in so einem musigen Felsen schon ein bisschen eingewachsen wäre, aber er war scheinbar schon so weit und kennt die. Führt euch zu einer Hütte und sagt, also ich bin noch ganz fit. Ich würde sagen, wir teilen Wachen ein oder machen ein Schutzritual oder ich erzähle euch einfach was, dann bleiben wir wach heute Nacht. Oder sollt jemand, oder teilen wir uns auf? Ein paar beim Floß wachen, ein paar bei der Hütte. Ich würde sagen, ich kümmere mich um Schutzritual. Ja, mach das mal. Aber mir fällt gerade noch eine Frage ein. Wisst ihr das zufällig? Gibt es hier Vampire? Auf die wir aufpassen müssen? Bin auch keinem begegnet. Ich bin keiner. Und jetzt okay, gut zu wissen. Da bin ich aber froh. Ja. Wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Danke, ich kümmere mich mal ums Ritual. Das ist okay. Echt unpraktisch, genau. Ja. Ich würde jetzt einfach mal, also wenn mit einer 18 wird Felgas wahrscheinlich entsprechend müde sein, aber trotzdem wird er so ein bisschen, wenn wir jetzt hier schon mal an Land sind, zumindest so in 1-2 Meter, nicht viel weiter von dieser Schutzhütte, mal so ein bisschen diese Pflanzen anschauen. Ja. Ja, du siehst viele Pflanzen, die du noch nie gesehen hast. Ja, wie gesagt, er untersucht die so ein bisschen. Und, aber du siehst tatsächlich auch dieses Moos, wo so kleine, also Moos wie bei euch auch, aber viel saftiger und polsteriger. Und wenn du da so mit dem Finger drauf drückst, macht das lustige Geräusche und da wachsen so ganz kleine lila Blumen drauf. Überall ist so ein Fleck. Das war das, was er gesagt hat, wo man Tee draus machen kann? Aha. Aus den Blüten oder aus dem Moos selbst? Aus den Blüten. Dann werde ich mal ein paar Blüten ernten. Also ich will jetzt nicht alles abrupfen, aber wenn man da so ein Beutelchen zusammenkriegt. Ja. Ja, Taran macht ja braucht, ich glaube, eine Stunde für das Ritual. Mhm. Das darfst du wirken. Mhm. Was macht das Ritual? Genau, das, du darfst nur beschreiben, was du machst. Ja, klar, Moment, ich muss aber die Betriebsanleitung für das Ritual nochmal raussuchen. Also das wirkt 10 Stunden lang.
Und indem er einen Schutzkreis um einen Rastplatz errichtet, schützt der Zauberer sich und seine Gefährten vor Hinterhalten. Nachdem das Ritual durchgeführt wurde, ertönt eine schrille, heulende Stimme wie der Ruf einer Banshee, sobald jemand den geschützten, etwa 6 Meter durchmessenden Bereich betritt. Der Magier benötigt genügend Sand, um während der Durchführung des Rituals die Schwelle des Schutzkreises damit zu markieren. Während er den Kreis abschreitet, spricht er Anrufungen in alle 4 Himmelsrichtungen. Anschließend platziert er eine Glocke aus reinem Kupfer in der Mitte des Kreises. Die Glocke wird zerstört, sobald Eindringlinge den Alarm auslösen, kann ansonsten aber wiederverwendet werden. Okay, sehr gut. Ja, interessant. Interessant wird das Ganze in der Praxis, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn mal jemand austreten geht. Mhm. Und dann wieder zurückkommt. Gut. Ist es ein Hinterhalt, wenn Tiere einen angreifen? Hier steht, sobald jemand den Kreis betritt. Jetzt ist die Frage, was ist ein Jemand? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das ist Auslegungssache durch die Spielleitung. Also chaotische Wesen mit dem Bewusstsein, zu euch zu schaden, definitiv. Wenn jetzt nur ein Tier durchläuft, weiß ich nicht, ob es ausgelöst wird, aber in dem Moment, wo es quasi euch an den Kragen geht, das ist ja die Intention, ja. Okay. Genau. Die Hütten auch, um das vielleicht nochmal zu erklären, das sind keine großen Hütten, das sind wirklich ganz, ganz kleine Hütten, da passen vielleicht liegend gerade so 3 Leute rein, wenn man sich quetscht, vielleicht noch 4. Das heißt, ihr müsst eh gucken, wie ihr das macht. Im Sitzen geht es natürlich besser. Kann man da drüber noch eine Hängematte spannen, also dass sich 3 Leute auf den Boden legen und man darüber eine Hängematte? Das sind so Kriechhütten, also das sind so aneinandergestellte. Ach so, genau. Ah, okay. Ja, so Weidentypi-mäßig. Mhm. Wir werden ja wahrscheinlich in der Wache aufstellen, oder? Also ich bin auch fit. Ich kann da was übernehmen. Ja, dann übernehme ich die erste Wache. Ich nehme die letzte. Ich merke es schon irgendwie, dass also diese Hitze ist schon. Wo soll ich denn wachen? Also ich habe die Konstitutionsprobe geschafft. Ich würde die erste übernehmen. Dann könnte ja ab Mitternacht oder so könnte er die nächste übernehmen. Mhm. Wie weit ist denn diese Schutzhütte dann jetzt von dem Ufer entfernt? Ich meine, ungefähr so 10 Schritt in den Dschungel rein. Ihr müsstet den Weg wieder so ein bisschen freischlagen mit den Macheten. Aber ja, das. Okay. Weil direkt am Ufer sind halt oft Krokodile, die dann da nachts schlafen. Müssen wir tatsächlich das Floß bewachen? Weil du das jetzt schon 2-mal gesagt hast, Zachamara. Na, ohne Floß kommen wir nicht weiter, aber so Krokodile klauen das normalerweise nicht. Naja, aber wir haben doch schlafen höchstens drauf. Wir haben doch einen Wachrock. Der Timotheus auch schon so am Einnicken. Ja, aber mal das irgendwie ein Stück an Land ziehen oder sowas, das ist halt nicht so. Ja, davon gehe ich aus, dass ihr das gemacht habt. Ja, achso. Okay. Das Floß, ja. Sagen wir so, wenn wir eh Wache halten, dann werden wir das vielleicht auch hören. Ja, dann ist die Frage, wollt ihr überhaupt Wache halten, wenn ihr das Ritual ja gemacht habt? Wäre schon besser. Ich finde schon. Okay. Sagen wir so, in der ersten Nacht, in dieser für uns ungewohnten Umgebung, denke ich schon, dass wir das wollen. Wenn wir ein bisschen zuversichtlicher werden, dann riskieren wir es vielleicht auch mal, das nicht zu tun. Ja, dann ist es ein sehr seltsamer Geräuschpegel, als ihr euch zu Boden hinlegt und ihr denkt, es sind vielleicht erst, es sind Vögel, die laut werden, als es jetzt auch wirklich dunkel wird, aber Zachermann erklärt euch, dass das Affen sind, die da zwitschern, also Vögel auch, aber auch Affen, die da in der Dämmerung zwitschern und erklärt euch, was Affen sind. Und ihr schlaft tatsächlich und Taran darf nochmal eine Konstitutionsprobe machen. Ohne Erschwernis, weil die erste auch geschafft hat. Die ist, glaube ich, nicht gelungen. Doch, genau gelungen. Hervorragend. Ich habe eine 13 gewürfelt und ich habe 13 Konstitutionen. Ich bin ja da besser, als ich dachte, hör mal.
Aber wir wandern ja auch viel, das hält ja fit, ne? Gut, dann schauen wir doch mal. Und tatsächlich passiert nichts, bis du ins Bett gehst und Sachermann die Wache macht, der auch wach bleibt. Und ja, dann die nächsten Personen weckt. Kann gern die nächste machen, mir ging es ja auch ganz gut. Ja. Hast du auch geschafft, die Konstitutionsprobe? Ja. Gut, dann darfst du auch nochmal würfeln. Hui, nicht geschafft. Ja. Und du schläfst ein, aber tatsächlich passiert auch bei dir nichts. Und wer macht die letzte? Das wollte ich machen, um halt auch, weiß nicht, dass man morgens schon mal ein Frühstück macht oder so. Dann darfst du auch eine Konstitutionsprobe machen. Wenn du die erste nicht geschafft hast, dann mit einem Abzug von 2. Ja. Ich habe eine 1 gewürfelt. Hervorragend. Dann siehst du auch, bevor das Glöckchen klingelt, dass sich etwas Großes bei euch reinschiebt. Wobei, nochmal zur Erinnerung, das Glöckchen bimmelt nicht, sondern es kommt ein Schrei. Entschuldigung, durch eine es Banshee. Kommt ein. Oh, genau, also Fergas sieht einen großen Schatten, der sich gerade so durch den. Da sind so. Ja, ist wie so. Wie heißt das? Bassmatten? Nee, halt so verwobene Lianenmatten quasi. Sind vor den. Mhm. Wo das. Mein Gott, ich kann nicht reden heute. Die sind ja so aneinandergestellt und vorne ist quasi so eine aus Lianen gewobene Matte davor. Und da schiebt sich gerade ein ziemlich großes Ding rein, aber schon davor, weil der Kreis geht ja weiter, sein ohrenbetäubendes Schreien. Ja, dann, ich weiß nicht, Schwert ziehen, sich kampfbereit machen. Ja. Dadurch, dass Fergus es ja bemerkt hat, kann er schon euch alarmieren und ihr könnt sofort nach eurer Waffe, die wahrscheinlich neben euch liegt, schnappen. Und ihr steht vor Hatzibor. Nein, Urella. Spoon. Was, wir stehen vor einer Riesenschlange. Achso. Ach. Und dürft alle einen Wurf, einen Rettungswurf machen. Ja. Auf was? Auf Zauber, denn ihr hört einen Gesang. Nein. 19, easy, die Dorfheldin. Ich habe eine 13 und ich brauche nur eine 12. Ich habe es geschafft. Genau, ich habe eine 17 gewürfelt und ich brauche auch nur eine 12. Auch geschafft. Hervorragend. Dann hallo, K. Werdet ihr nicht verzaubert. Achso, ich muss ja den guten Herren noch, wenn ihr in eurer Seite habt. Es ist ein bisschen eng jetzt bei euch drin. Fergus war ja eigentlich noch draußen. Gut. Und ihr dürft mir eure Initiative sagen. Das waren die 6, ne? Die 6 plus eure Initiative. Ja. Mhm. 17. 5 und der 6. Ich habe eine von 7. Ich habe auch eine von 7. Eine von 7? Ja, ich habe bei mir stehen INI 5. Das ist ja irgendwie stufenabhängig oder sowas. Und ich habe eine 2 gewürfelt. Sind 7. Also 7. Ah, okay. Also ihr habt beide 7. Ja. Ich habe auch eine 7. Ich habe aber. Ich habe Grund-INI 6 und habe eine 1 gewürfelt. Okay, also ich habe auch eine 7. Ich habe Grund-INI 6 und eine 1 gewürfelt. Das heißt, Else ist als erstes. Ja, und ja, jetzt sei doch nicht so. Natürlich ist sie als erstes. Ist ja auch. Else, Gwen, Taran, Fergas. Sachermann. Ich glaube, ich habe mit Abstand die höchste Grundinitiative. Und Schlange. Riesenschlange. Ja, die schnellt nach vorne und Fergas ist am nächsten dran, nachdem er gerade Wache hatte. Da. Und versucht tatsächlich nicht nach dir zu beißen anscheinend, sondern irgendwie einfach nur nah an dich heranzukommen. Wenn mach aus ihr ein Haus hier. Ja mal alles, gell? Mal wieder. 9 plus 12. Schafft sie wahrscheinlich nicht. Was ist deine Rüstungsklasse? Doch, bei uns schafft die das mit 10
plus immer. Ui, habe ich das aufgeschrieben irgendwo? Trefferpunkte, Schicksalspunkte. Plus 3 Rüstungsklasse wegen Lederrüstung. Ist jetzt die Frage, ob ich die anhabe. Du hast eine Lederrüstung als Hexer, ja, als Hexenmeister. Naja, du hast gerade Wache gehabt zumindest. Was? Du hattest ja gerade Wache, also dementsprechend hättest du jetzt geschlafen, hätte ich gesagt, vielleicht eher nicht, aber nachdem du ja gerade Wache hattest, kannst du sie gerne anhaben. Ich weiß nicht, guck mal gerade, was hier so drin steht. Wenn der das jetzt aufmacht, bin ich froh, dass Roll20 funktioniert. Ich kann mal gucken, was bei dir drin steht, aber ich glaube, dass nur das Ilse ihren nicht Magen mehr hatte. Guck du mal bei bitte, dir was steht auch so Rüstungsklasse 10. Achso, habe ich eine Rüstungsklasse von 13 mit der Lederrüstung zusammen. Und was hatte ich jetzt gesagt? 12. Nee, dann. Sie kommt in deine Nähe, aber schafft es, berührt dich nicht. Ha! Else! Ihr hört die ganze Zeit dieses melodische Summen. Ich kriech aus der Hütte raus und schiebe eventuell Gwen vor mir her, je nachdem, ob die vor mir lag oder nicht. Ja, du kannst dich, das ist wahrscheinlich der Fall, ja. Ja, also die Schlange kommt ja von der einen Seite, könnt bei der anderen Seite rauskriechen. Kriegt Gwen mit? Ja, ja, klar. Okay, Taran. Ich lieg da noch und versuche ihr meinen Hüterdolch in den Balch zu stoßen. Dann tu das bitte. Dann. Das war jetzt auch mit dem, also möglichst hochwürfeln oder wie ging das nochmal im Nahkampf? Du wirfst deinen Angriff. Moment. Also du wirfst einen W20 und addierst deinen Angriffsbonus. Und dann möglichst und hoch, um über die Rüstung zu kommen, ja? Genau. Okay. Also bei dir. Ah, ne, bei dir stimmt sehr gerne. Bei Stärke, wenn ihr da groß seid, habt ihr einen Angriffsbonus oder auch einen Abzug? Nee. Ich habe, Moment, ich muss gerade einmal gucken. Ich kriege noch. Nee. Da steht das, minus 1. Ja, weil ich Stärke 8 habe. Deswegen habe ich Stärke Bonus minus 1. Das gleiche ich aber aus mit dem Angriffsbonus meines Hüterdolchs. Mhm. Okay. Das reicht aber trotzdem alles nicht, weil ich komme insgesamt nur auf eine 5. Nee, das reicht nicht. Nein. Also du schabst an ihr, aber du merkst, die ist nicht nur groß, sondern auch ziemlich robust. Und Fergas. Ich kämpfe gerade wieder mit Roll20, weil mich das wieder rausgeworfen hat und mich wieder reinlässt. Was brauchst du denn? Mein Grundangriffsbonus. Und da musst du wahrscheinlich ein W20 würfeln, ne? Bei Stärke hast du 0. Also Grundangriffsbonus ist 2. Also laut Bogen. Und man muss dann hochwürfeln in dem Fall, ne? Mhm. Dann hätte ich eine 11, das wird wahrscheinlich auch nicht treffen. Nee. Mit was greifst du an? Mit dem Schwert. Ach so, warte. Ich hätte ein magisches Schwert irgendwo. Ob du da einen Bonus auf den Boden drauf hast? Und wenn Roll20 mich nicht reinlässt. Bei dir steht nur Dolch, Schild, Hüterdolch. Angriffsbonus von 2. Ja, ich hatte auf dem Feenmarkt ein magisches Schwert gekauft, Latte. Also, das steht hier nicht drin. Wir müssen an unserem Charaktermanagement arbeiten. Ja. So. Ja, genau, hier habe ich es doch. Schaden 1d8 plus 2 Angriff plus 2 Schaden. Also dann ist es keine 11, sondern eine 13. Das reicht auch nicht tatsächlich. Mhm. Genau, die Schlange versucht es nochmal bei Fergas. Der war der Letzte, der da noch stand und hätte eine 14. Was hattest du gesagt? 10 plus 3 sind 13, dann würdest du treffen. Moment, oder 11 plus 3, doch 14. Ja, sie schiebt sich zwischen Fergas und Taran und umkreist Fergas so ein bisschen, dass er jetzt, also tatsächlich wird diese Hütte, provisierte Hütte, angehoben, als sie Fergas umkreist und sich so nach oben stemmt und es schaut es aus, als hätte sie so ein Hütchen auf dem Kopf quasi. Fergas so eingequetscht da mitten. Wenn du was machen möchtest, dann musst du, also wenn du dich irgendwas mit Bewegen machen möchtest, dann brauchst du bei deinem nächsten Wurf eine Stärkeprobe minus 4. Ansonsten bekommst du ein W10 Schadenspunkte jetzt. Und, Die hat mich eingewickelt? Ja. Und jetzt ist dir auch klar, das ist wahrscheinlich eine Würgeschlange. Ja, gut, alles klar. Aber auch ihr Maul ist sehr, hat sehr nicht so angenehme Zähne, wenn sie es jetzt aufklappt.
Ja, Else und Gwen, ihr seid ja hinten rausgeschlichen. Was macht denn unser Begleiter? Achso, stimmt, sorry, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der ist natürlich, wäre noch vor der Schlange dran. Schauen wir mal, ob ihr weh tut. Gwen, hol Timotheus! Nö. Der tut ihr gar nicht weh, der stolpert da ein bisschen unbeholfen rum mit der Machete. Genau, ihr zwei seid draußen und ihr bemerkt noch etwas, als ihr jetzt da hinten draußen. Also erstmal bemerkt ihr, dass diese Hütte sich anhebt und die Schlange sich mit einem Hüttenhut aufrichtet, Fergus umwickelt. Und ihr hört Richtung Fluss etwas und dürft einen Rettungswurf gegen Zauber machen. Und eine... eine Intelligenzprobe mit einer Erleichterung von 2. Dann würfel ich gegen eine 18 und mit einer 5 ist es gut bestanden. Hervorragend. Ich habe beides nicht bestanden. Ihre Resistenz gegen den Zauber, das ist mir Else zu blöd. Else wird unglaublich müde und schwankt ein bisschen rum. Du kannst, Else, überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und Gwen, dir ist sofort klar, du hörst Süßtraumfrösche. Die kennt ihr schon aus dem Lichtermoor. Aus dem Lichtermoor, ja. Und die scheinen auch hier im Dschungel zu wohnen, wahrscheinlich eher in Ufernähe. Und Else, merkst du auch, hat es erwischt. Was möchtest du tun? Ich kann mich jetzt gerade gar nicht dran erinnern, was machen die nochmal? Da schläft man dann ein. Die quaken, aber dann wird es zu einem melodischen Gesang, der einen einschläfe, genau. Und wunderschöne, süße Träume beschert. Also die es kann wollen was sehr einen Gutes aber nicht sein. Essen, oder? Nee, die singen einfach nur. Gut, denn ich erinnere mich, dass ich nämlich damals denen zum Opfer gefallen bin und ihr mich dann habt tragen müssen. Ja, kann auch zu Therapiezwecken angesetzt werden. Gut, also wir haben jetzt aber das andere Problem. Also diese Süßmaulfrösche werden sie jetzt nicht essen, aber wir haben jetzt diese Schlange. Also ich ziehe mein steinernes Schwert. Darf bitte die Schlange auch einen Rettungswurf dagegen machen? Nee, die frisst nämlich sonst gerne diese Süßtraumfrösche, deswegen ist die da. Ich bin aber kein Süßtraumfrosch, also bitte, und dann, Entschuldigung. Ja, und dann würde ich einfach diese Schlange erst einmal angreifen. Ja, bitte. Dürfen wir bitte für Timotheus auch eine Initiative würfeln? Oh, ja, natürlich. Timotheus. 16. Ein Rock gegen eine Riesenschlange. Moment, 16 ist geschafft. Ja. Dann mach gut, mal Schaden. Dann, Moment, da brauche ich jetzt tatsächlich ein W8. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Wir haben ja alles. Ein W8 plus 5. Ja, 6 plus 5. 11 Punkte. Ja. Kannst du bitte mal für Timotheus einen Angriff würfeln? Einfach ein W20. Timotheus. 12. Der ist jetzt. Okay. Also in der Wildnis gehe ich davon aus, du hast ihm auch sein Schnabelding da wieder runtergemacht. Ja, klar. Der greift an und der hackt tatsächlich auch auf diese Schlange ein. Dann darfst du mal einen W10 würfeln. Ein W10? Ihr wollt nicht von ihm gehackt werden. Die sollten ihn füttern. Ja. Genau, ein W10. Naja, wir haben einen Rock, wir werden ihn benutzen oder so, ja? Wir füttern ihn ja gerade. Eine 4. Ja. Friss die Schlange. Ja. Eine 4, hervorragend. Mhm. Was passiert, ist folgendes. Gwen holt mit ihrem steinernen Schwert aus und hiebt diese Schlange einfach kurz hinter der Stelle, wo sie Fergus umwickelt, einmal rein und auch ziemlich fast durch. Während Timotheus kreischend, der mochte diesen Bungee-Schrei auch gar nicht, anfängt zu flattern, nach oben steigt und diese Schlange die Augen auspickt. Woraufhin sie in sich zusammensackt, wenn sie in der Zeit einmal zweiteilt und sie Fergus freilässt. Während Else perfekt vor sich hin schlummert. Sehr süß. Ach so, und Moment. Mein mit Gott, so kleinen Frosch auf dem Kopf. Ich kann hier so viele Leute denken. Und der Zachermann tatsächlich auch schläft. Oh. Hm. Ja, aber die Riesenschlange war einmal. Und Timotheus tut sich gütlich und ist sehr glücklich. Das gönnen wir dem auch. Da kann er sich jetzt satt fressen. Vielleicht können wir, ich meine, Schlangenfleisch kennen wir, glaube ich, so nicht. Aber wenn er uns ein Stück übrig lässt, ich meine, wenn wir da irgendwie so ein Stück mit
Ich weiß nicht, Schlangenfleisch kann man ja auch braten oder so. Also zumindest würde ich das jetzt. Ich würde aber so zu unserem Schutz schnell irgendwo. Ich erinnere mich daran, dass wir Wachsfropfen irgendwo hatten, gerade irgendwie gegen ja. die. Dann das schnell irgendwo auf die Ohren und dann in die Ohren stecken. Das ist zwar etwas blöd jetzt hier, aber. Ich habe meine seitdem nie rausgenommen. Warte ja, aber du, tatsächlich, also wenn ihr das Ritual mit der Glocke nochmal macht, ich meine, es dauert halt eine Stunde und ist auch anstrengend, aber die Glocke wäre laut, also dieser Schrei war definitiv laut genug, euch zu warnen, auch mit diesen Wachspropfen, und die Frösche sind noch weit genug weg, als dass ihr die dann nicht hört, ist gut. Achso. Können auch ein bisschen Schlangenfleisch grillen, ja. Ja. Ja, ist halt die Frage, wenn es jetzt nachts oder während meiner Wache, das ist ja die letzte Wache gewesen. Genau, jetzt. Wie weit wir jetzt noch bis zum Morgen haben, ich meine, dann können wir auch. Das war jetzt im Morgengrauen. Also die hat den Zeitpunkt abgepasst, wo die Süßtraumfrösche morgens anscheinend dort rausgekommen sind, um eben zu quaken, und also wieder bei Sonnenaufgang. Das heißt, ihr erlebt einen wunderschönen Sonnenaufgang im Dschungel, und Else und Zachaman müssen leider aufs Floß getragen werden, weil die schlafen jetzt erstmal ein paar Stündchen. Einen sehr erholsamen, süßen Traum. Oh. Wenn wir also dann noch irgendwas von der Schlange verwerten wollen, ich weiß nicht, kann man die Haut, kann man das, kennt sich einer von uns mit Gerberei aus oder so? Ich meine, hatten wir jetzt nicht schon mal irgendwo, dass wir ein Tier abziehen wollten? Also, dass wir also, was erjagt hatten und dann um das Fell oder was? Oder verwechsel ich das gerade? Das kennt ihr bestimmt. Ob ihr das jetzt bei der Schlange auch könnt, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat ein bisschen anderen Aufbau, Anatomie. Ja. Ja. Als ein, ich finde es ja schon komisch, jetzt das Fleisch von der so zu probieren. So, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das möchte. Ja, unser Experte ist am Schlafen, aber. Kennt ihr aber, weil ihr kennt ja auch so halt sehr kleine Schlangen, ne? Kennt ihr, also so Nattern und sowas. Und ihr wisst, die giftig sind, soll man nicht essen. Würgeschlangen gibt es bei euch nicht, aber habt ihr vielleicht mal gehört, die kann man essen. Die haben kein Gift drin. Also nicht genug. Nicht genug Gift. Deswegen, ich würde hier schon irgendwie ein bisschen was, man muss das wahrscheinlich durchgaren, dass wir es mitnehmen können, oder müssen das jetzt im Laufe des Tages sowieso essen. Ihr könnt es ja mal durchgaren und mitnehmen, und wenn der Zachermann irgendwann aufwacht, kann er euch auch sagen, dass ihr es essen könnt. So verbringt ihr einen Tag auf diesem Fluss weiterhin. Ja. Genau, bis ihr des Abends wieder, erzählt natürlich auch wieder ununterbrochen, und ihr dürft wieder eure Konstitutionsprobe. War das so eine 13. Idee, mitzunehmen? Mit einer genau 15 bestanden. Ist das nicht geschafft. Ja, 2. Bei mir auch nicht Fergus geschafft. Fergus verträgt das alles nicht. Also Fergus und Taran haben es nicht geschafft? Genau. Okay. Ja, also euch labert er natürlich am meisten auch zu, weil ihr seid die am Anfang am interessiertesten waren, während der Gwen mich in Ruhe lässt. Erster Fehler. Sofern ich mich konzentrieren kann, will ich das alles mit Interesse aufnehmen. Wie gesagt, ich interessiere mich für Pflanzen und irgendwie. Er versucht es auch einmal bei Gwen, aber Timotheus hackt einmal so kurz andeutungsweise in seine Richtung, dann lässt er das. That's my boy. Genau, und des Abends zumindest 2 todmüde magische kommen an. Ich glaube, wir würden auch noch die Reste von der Riesenschlange mitgenommen haben, damit Timotheus auch richtig was zu futtern hat. Ne? Ich meine, er hat die ja auch mit erlegt oder so, dann haben wir für ihn halt auch Vorrat. Das ist sehr gut, weil der merkt, ihr frisst immer mehr. Ja, ja. Und auch, deswegen, also wir können die ruhig verwerten, also ist das ja nicht. Ja, ihr dürft jetzt habe ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Von meinen eigenen Notizen abgewinnen. Wir halten nach der Rose Ausschau, wo die Schutzhütte ist. Genau, ihr findet die Hütte auch. Auch das ist wieder so eine kleine Hütte. Da findet ihr auch ein Säckchen. Da ist alles allerdings kaputt, da ist der Sand rausgerieselt, aber das Glöckchen ist noch da. Aber ihr habt ja vorgesorgt. Ich weiß nicht, ob Taran nochmal ein Ritual machen möchte. Ja, das hat sich ja bewährt. Darfst du, aber du hast einen Abzug von 1 durch deine Müdigkeit. Ja, ich habe aber eine 2 gewürfelt. Das passt. Sehr gut. Dann seid ihr auch hier. Ah, genau, das wollte ich sagen. Ihr dürft euch einen Trefferpunkt aufschreiben, natürlich, wenn ihr die Nacht, nach der Nacht, wenn ihr welche verloren habt. Ja, Fergus. Also, wenn das mit Timotheus so weitergeht. Hatte die mich jetzt einmal erwischt, also dass ich mal Schaden gekriegt habe? Ja, oder? Ein W10 hattest du bekommen. Ach so. Ich dachte, dass ich könnte. Was meinst du, wenn es mit Timotheus so weitergeht? Wie meinst du? Und der so wächst, dann kann der uns ja in dieses Kronengebirge hochfliegen. Ich hatte eine 2 gewürfelt auf den W10, deswegen ist nicht so schlimm.
Also ihr wisst wirklich? Ja, eine Person kann er auf jeden Fall tragen. Und über eine nicht lange Strecke auch zwei hattet ihr ja schon bei dem auf dem Schiff. Er kann ja auch hin und her fliegen. Und wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit. Bis dahin ist er so groß, dann nimmt er uns alle mit einer Kralle und fliegt uns mal eben. Sind der Pubertät. Oh nee. Dann. Ja, aber da werden sie immer so moody. Das weiß ich dann nicht, ob das dann klappt. Das ist dann immer schwierig. Und dann sieht er einen weiblichen Rock und vergisst uns dann und dann lässt er uns einfach fallen oder so. Und dann Er ist nicht dumm. Nachdem er mit uns fünf Loopings oder so gemacht hat. Ja. So fünf Balz-Loopings, weißt du? Alle einmal runtergekotzt und dann genau. Einmal runtergekotzt, ja, genau. Aber ja. Wir sind ja jetzt quasi bei der zweiten Schutzhütte, das heißt, wir haben jetzt so anderthalb Tage von denen, was war das, fünf oder so, die wir bräuchten, vier bis fünf. Nur mal mit zu protokollieren. Ja, und tatsächlich passiert diese Nacht auch nichts. Ihr dürft also nochmal einen Trefferpunkt regenerieren. So ein Glück. Die Glocke bleibt still, egal ob ihr einschlaft während der Wache oder nicht. Hat denn die Schlange jetzt geschmeckt oder baba? Ja. Also wenn ihr sie gekocht oder gegart habt, hat sie geschmeckt, ja. Ja. Der Zachermann zeigt euch dann auch irgendwelche Früchte, die in der Nähe von der Schutzhütte sind. Das sind so große orange-rote Bälle, die sehr süß schmecken und gleichzeitig so einen ganz komischen, bitteren Nachgeschmack haben. Und die heißen Pufferle. Pufferle? Ja, weil die wachsen aus den übrigen Blütenständen und da, wo noch Blüten sind, da drückt er aber dagegen und dann macht so einen Puff und dann rieselt da so orangener Staub runter. Deswegen nennt man die Pufferle. Okay. Ja, und der dritte Tag vergeht. Ihr seht die Rücken von Krokodilen, die bestimmt an die drei Schritt lang sind. Drei sehr große Schritt. Aber sie bleiben in der Entfernung, beziehungsweise der Fluss ist breit genug, dass ihr vorbeischippern könnt. Und ihr kommt am Abend bitte alle eine Konstitutionsprobe. Sind wir eigentlich auch an irgendwelchen Anzeichen von Zivilisation vorbeigekommen? Also irgendwelchen alten Ruinen oder so? Nee, über 13. Bisher nicht, dass ihr gesehen hättet. Achso, die Ruinen, ja, das kann sein, aber ja. Ich habe eine 1 gewürfelt. Ich habe eine 6 gewürfelt. Ich habe auch eine 6 gewürfelt. Hervorragend. Dann seid ihr tatsächlich sehr, sehr fit und ihr hört schon in der Dämmerung wieder ein paar dieser Süßtraumfrösche, die beginnen zu singen. Also ihr solltet euch beeilen. Ihr seht aber jetzt auch die Rose, die eingeritzt ist irgendwo und wisst, jetzt kommt dann bald der Platz, wo ihr anlegen könnt. Und ihr dürft alle eine Intelligenzprobe machen. Ja, bestanden. 8 über 16. Ja, mit einer 7 hab's auch geschafft. Mit 10 über 12, ja. Alle geschafft? Ja. Das ist euer Tag. Du klingst so überrascht. Ja, davor habt ihr alle immer so, und jetzt schafft ihr mal alles. Sehr gut. Dann hört ihr, dass diese Melodie ein bisschen anders klingt. Das sind also, ja, Süßtraumfrösche, aber da scheint noch was anderes drin zu sein. So eine Art, es hört sich so wehklagend an. Und ihr könnt das Floß dann auch an Land ziehen, bahnt euch euren Weg durch die ersten Süßtraumfrösche, die da an Land gehopst kommen. Und ihr seht den Pfad. Kann man die nehmen und irgendwo weiter in den Fluss werfen oder so, dass sie ein bisschen weg oder so? Das waren ja so pastellfarbene Frösche. Und ihr kannst sie nehmen und in den Fluss, aber es kommen halt immer mehr raus. Also. Ach, scheiße. Ich wollte das ein bisschen reduzieren hier. Genau, Mist, das führt so einen Pfad in den Wald, der aber relativ zugewachsen ist. Und ihr seht aber da alle vier. Und Timotheus, wisst ihr nicht, ob er es sieht? Der sagt es euch nicht. Aber Zachermann sieht es auch. Ihr seht da grünliche, gelbliche Lichter, grünliche und bläuliche Lichter, die eher so aus dem Dschungel kommen. Und im Lichtermoor gab es ja nicht nur die Süßtraumfrösche, sondern auch die Glühfeen. Ja. Die haben gelblich-grün geleuchtet. Das, was ihr hier seht, ist eher so grünlich mit, blau? Es wirkt ein bisschen seltsam. Und dieses Wehklagen scheint auch eher aus der Richtung zu kommen.
Hatten die nicht irgendwas mit Klamotten zu tun? Hat man die Dorfbewohner haben Klamotten mit, genäht, ja, genau, für die. Ja, ja, das mit war deren Pakt sozusagen. Dafür haben die dafür den Weg beleuchtet. Den Weg beleuchtet, genau. Ja. Wetter Elf ist, muss das so? Ich meine. Muss das so? Also, muss so. Also, ich sag's ja nicht gern, aber ihr Lichter sind auch oft grünlich. Allerdings irritiert mich jetzt, dass die hier ein bisschen anders ausschauen. Anders ich, wie? Weil die mit bläulich sind? Achso. Ja, ist ungewöhnlich. Und außerdem kommt vieles von dem Leuchten vom Boden. Normalerweise schwimmen sie in der Luft. Ich nähere mich da mal ein bisschen an, genau, und mach da mal erstmal den normalen Blick so. Mhm. Ich guck du mit. Näherst dich an und darfst einen Rettungswurf. Okay, ihr dürft beide einen Rettungswurf gegen Zauber machen. Mhm. Leider nicht geschafft. Ha! 16! Ha! Geschafft. Okay. Fergas, du siehst, ihr geht so ein bisschen diesen Pfad rein, hackt euch so ein bisschen den frei vorsichtig und merkt, dass er hinter dem, wo es so zugewuchert ist, weiter, deutlich weiter noch in diesen Dschungel zu führen scheint. Taran, du folgst diesen wunderschönen Lichtern, die da tanzen, genau diesen wunderschönen Pfad entgang und gehst einfach zielsicher in diesen Dschungel weiter hinein, der dann doch etwas düsterer wird, vor allem in der Dämmerung. Wenn ich merke, dass du ein bisschen in Trance ist, halte ich ihn fest. Du kannst ihn mal festhalten, aber er zieht relativ stark an. Was du aber auch siehst, Fergus, und deine Aufmerksamkeit ein bisschen ablenkt, überall auf dem Boden liegen... Schaut fast aus wie... Tier... Also Reste... wenn du es genauer anschaust, das schaut fast aus wie Fledermausreste. Also meinst du damit die Reste Fledermäuse? Von Fledermäusen oder Fledermaus? Ja, zerfetzte Kot. Fledermäuse. Nee, oh. Körper von zerfetzten Fledermäusen. Also ja, zerstückelten Fledermäuskörper. Ne? Die bläulich leuchten. Willst du einen anfassen? Anfassen nicht. Wenn ich so mit der einen Hand, wenn ich dann mit der einen Hand Taran so versuche, so ein bisschen aufzuhalten, das ist aber nicht ganz so. Ich habe das Schwert dabei, ich habe dann die freie Hand, dass man das Schwert nimmt und einfach mal so auf so einen Überrest draufhaut mit dem Schwert. Ja, Zachermann läuft übrigens jetzt an euch vorbei in diesen Dschungel. Kann immer jemand aufhalten? Das sind Irrlichter, keine Ahnung, irgendwas Totes, Untotes, wer weiß das schon so genau. Hier liegen Fledermausüberreste rum. Taran, jetzt... Ich würde den Zachermann am Arm packen. Ja, gut, Elsa, dann bitte Rettungsruf Zauber, weil du jetzt auch da in die gehst. Was, du haust mit dem Schwert auf... auf eins dieser Überreste, weil das ja auch leuchtet. Ich glaube, Elsa läuft mit. Ja, Elsa läuft mit. Fergas vorbei. Ich habe mich unter beim Zachermann. Genau, ich nein. Du haust mit dem Schwert so leicht dagegen und das zerbricht. Also... Ja, es zerbricht. Das Schwert zerbricht. Nee, der Rest, wo er draufgehauen hat, zerbricht. Das war irgendwie ein Flügel, da hat er so draufgehauen. Die sind nicht, die sind ungefähr so, also wenn du die zusammensetzen würdest, wären das ungefähr mit Spannbreite so breite. Also die sind jetzt nicht so riesig. Ja. Passiert denn irgendwas, aber, weil die ja auch leuchten, hast du gesagt? Es kommt dir kurz kühl entgegen, sonst nichts. Huh. Hört aber auch nicht auf zu leuchten, oder? Nee. Hört nicht auf zu leuchten. Gwen, wir werden unsere Gefährten verlieren hier. Das ist irgendwie ein Lockruf. Ja, wir laufen hinterher, klar. Muss weiter. ja, dann Gwen, bitte auch einen Rettungswurf gegen Zauber. Auf in den Wald. Ja, nee, überhaupt nicht. Oh. Nicht geschafft? Mm-mm. Okay, alle außer Fergus laufen gerade in den Dschungel und folgen hinter diesen Lichtern. Hinter der Brütze. Ich kann die nicht alle aufhalten. Ja. Und Tara noch so hängend irgendwie nach vorne versuchen zu gehen. Vergesst du ziehst. Genau, wir tanzen alle in den Wald und machen den Safety Dance. ist das bei sowas mehr ein akustischer oder mehr ein optischer Reiz sozusagen, der da... Magisch. Wirkt auf alles. Naja, irrlichter Sicht. Du hörst jetzt nichts von denen oder so, aber... Die fliegen sehr, sehr schön, wunderschön. Schaut fast wie eine Choreografie aus, ein Irrlichter Ballett.
dass euch in den Dschungel führt. Dann lange ich nach vorne und halte Tarn einfach mal die Augen zu und versuche ihn so zur Seite zu drehen, dass er da irgendwo nicht mehr hinguckt. Also ja, dass ich ihn vielleicht sogar einmal rumbuxiere. We can dance if you want to. Timotheus versucht, zu fliegen. Das Problem ist, der Pfad ist nicht mehr so groß, er hat nicht so viel Platz, er bricht eher so Äste ab und landet dann wieder am Boden und versucht Gwen hinterher zu kommen. Taran, du kommst zu dir. Ich würde auch noch so ein bisschen weitermachen, also wenn er so ein bisschen rum ist, so patsch, 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 patsch. Geht's wieder? Nochmal patsch. So. Das scheint dir wohl Spaß zu machen. Gar nicht. Das muss. Ja. Bist du wieder klar? Ich schüttel dich so ein bisschen. Habe ich alles irgendwie bewusst mitbekommen? Also weiß ich, was passiert ist, oder wache ich jetzt irgendwie wie aus einer... Du wachst wie aus einer Trance auf. Okay. Was ist passiert? Irrlichter. Trance. Wir müssen die anderen aufhalten. Die sind auch alle da in die Dschungel reingeladen. Sowohl Elsa als auch Quentin als auch der Rock und unser Elf und dessen Namen ich mir nicht merken kann. Und ja. Ja, und schauen wir mal. Ist das übrigens auch in Richtung der Schutzhütte oder sowas? Höchstwahrscheinlich. Du hast bis jetzt noch keine gesehen, aber es ist hier auch viel extremer zugewachsen. So weit scheint schon lange niemand mehr gereist zu sein, zumindest den Fluss entlang. Eine 3, eine 10, eine 2. Moment, das sind Else, Gwen und Zachermann. Gwen, was für eine Rüstungsklasse hast du? 16. Okay, wunderbar. Ihr kommt in dem Moment zu euch, als ihr zu Boden gerissen werdet. Und Fergus und Taran, ihr hört von weiter drinnen im Dschungel Schreie, die ihr definitiv identifizieren könnt als Gwen und Else und höchstwahrscheinlich dann auch Zachermann und Timotheus aufgeregtes Krächzen. Und über euch, Else, Gwen und Zachermann, stehen Wölfe. Aber Wölfe so groß wie Kälber mit geifernden Sabber aus den Lefzen, die euch zu Boden drücken und der eine reißt sein Maul auf im Begriff Gwen zu beißen. Und was ist daran leuchtende jetzt gut? Gelbe Augen. Daran ist gar nichts gut, aber wir schauen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Oder so. Ich wollte gerade einen magischen Stein werfen, aber das spare ich mir dann fürs nächste Mal auf. Ja. Notier dir das mal bitte. Ja. Gut, wir haben Höllenhunde weggehauen, dann versuchen wir es jetzt mal mit gelbäugigen kalbsgroßen. Genau, da versuchen wir es jetzt mal mit Höllenhunden 2.0. Das kriegen wir alles hin. Das ist alles kein Problem, wir machen das schon. Ja, man muss zuversichtlich sein. Genau. Ihr bekommt gleich noch Erfahrungspunkte, aber so lange sagen wir schon mal eine wunderschöne gute Nacht oder einen schönen Tag an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal in den Dschungel. Vielen Dank fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Genau. Vielen Dank fürs Leiten. Sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Mit Betty als Else Mehltau, Callisto als Gwendolin Mehltau, Frank F. als Taran Krochanhut, Spoon RPG als Fergus Tinker und Shay als Spielleitung.